So, meine Damen und Herren, ich darf Sie alle ganz, ganz herzlich begrüßen zu unserer Auftaktveranstaltung der Artefakte im Sommersemester 2016. Mein Name ist Thomas Hensel, ich unterrichte hier Kunst- und Designtheorie und lade zusammen mit Robert Eickmeier und unserer gesamten Fakultät unsere Gäste ein. Dass so viele Menschen heute gekommen sind, ist außerordentlich wunderbar. Das freut uns sehr. Ich bin jetzt selber überrascht und etwas orientierungslos. Ich kann also jetzt nicht Kolleginnen und Kollegen im Einzelnen ausmachen und freue mich sehr, dass so viele bekannte Gesichter da sind, dass Studierende da sind, dass Gäste aus der Stadt da sind. Das ist uns sehr, sehr wichtig, dass wir die Aktivitäten der Hochschule in die Stadt bringen dürfen und dass Sie bereit sind, zu uns zu kommen, um beizuwohnen dem, was wir hier veranstalten wollen. Also noch einmal herzlich willkommen und vielen Dank für Ihren großen, großen Zuspruch. Er selbst bezeichnet sich als Denker im Dienst und Künstler ohne Werk. Die Rede ist von Barzon Brock, seines Zeichens emeritierter Professor am Lehrstuhl für Ästhetik und Kulturvermittlung an der Bergischen Universität Wuppertal, Ehrendoktor der ETH Zürich und der Hochschule für Gestaltung Karlsruhe sowie Honorarprofessor für nichts Geringeres als Prophetie an der Hochschule der Bildenden Künste Saar. Jüngst ist von einer großen Ausstellung im Karlsruher ZKM etwas in Erinnerung gerufen worden, was tatsächlich nie vergessen war, nämlich dass Barzon Brock neben Josef Beuys und Wolf Hostell einer der bedeutendsten deutschen Aktionskünstler der Nachkriegsmoderne ist, der durch Performances und durch die Einbeziehung seines Publikums den künstlerischen Werkbegriff, wir haben gerade darüber gesprochen, wesentlich erweitert oder vielleicht gar zu etwas Größerem überwunden hat. Manifest etwa in seinem Action-Teaching, mit dem er, und hier geben sich eben der Denker und der Künstler die Hand, mit dem er die Lehre als eine Aufführungskunst neu erfand. Zu seinen Aktionslehrstücken gehören die Dokumenta-Besucherschulen genauso wie der 2006 erfolgte Lustmarsch durchs Theoriegelände in 11 Museen. Mich persönlich verbindet mit Barzon Brock in diesem Kontext eine Reihe sehr prägender Erfahrungen, die ich im Jahr 2001 während einer knapp zweiwöchigen Vortragsreihe nach Israel, bei der er mich dankenswerterweise in seinen Schlepp nahm, gewinnen durfte. Während ich im Geiste noch Penela meine damaligen kunsthistorischen Darbietungen beflissentlich brav an Diapositiven entlang abspulte, stellte er menschenhohe Bildertafeln in den Hörsaal, um zwischen und mit diesen sich bewegend jegliche räumliche und intellektuelle Beschränktheit zu überwinden. Das hat mich damals tief und nachdrücklich beeindruckt und gereicht mir auch heute noch zur Inspiration. So ergeht es mir und vielen anderen auch mit der sogenannten Denkerei, die Barzon Brock vor ein paar Jahren erst in Berlin gegründet hat. Ein Amt, so heißt es offiziell, für Arbeit an unlösbaren Problemen und Maßnahmen der hohen Hand. Im Grundsatzpapier der Denkerei ist zu lesen, ich zitiere, wer auf Vernunft und Verantwortung besteht, wird zu dem Schluss kommen, dass wir schleunigst umzustellen haben vom Pathos der allmächtigen Moderne, vermeintlich alle Probleme der Menschheitsentwicklung lösen zu können, auf die Fähigkeit, mit prinzipiell unlösbaren Problemen sinnvoll umgehen zu lernen. Das ist unter anderem vor dem Hintergrund der Finanzkrise oder vor dem Hintergrund von Fukushima formuliert. Als wäre dies noch nicht genug, war es noch etwas anderes, das Robert Eickmeier und mich dazu bewogen hat, Barzon Brock einzuladen. Eine Einladung übrigens, das will ich hier betonen, die ermöglicht wurde durch diese freundliche wie großzügige Unterstützung durch unseren Medienpartner, durch die Pforzheimer Zeitung nämlich, insbesondere durch Herrn Esslinger Kiefer, dem wir dafür herzlich danken. Bereits Anfang der 70er Jahre, im Zeithorizont der Designtheorie, also sehr früh, formulierte Barzon Brock ein Verständnis von Design, das gegenwärtig wieder oder immer noch in aller Munde ist. Ich erinnere nur an die aktuellen Gewinner des Turner-Preises, das Architekturkollektiv Assemble. Eine Veränderung des Gegenstandsdesigns nämlich bedeutet, so Barzon Brock, in jedem Fall auch
eine Veränderung des Lebensdesigns. Damit wird Bazon Brock zu einem Vordenker dessen, was derzeit als Design Turn firmiert, was Wasser auf unsere Mühlen, auf die Mühlen unserer Fakultät ist und was auch die kommenden Vorträge in unserer Reihe Artefakte grundieren soll. Einem Turn, einer Wende hin zu einem Verstehen von Design, dass dieses als eine sämtliche Sphären der Gesellschaft formende Kraft anerkennt. Herr Brock, schön, dass Sie bei uns sind. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag über Soziodesign. Bitte schön. Wollen Sie nicht dahin? Nein, da sind noch zwei Stühle, da können Sie ja sonst sitzen. Spreche ich mit diesem Gerät oder muss ich da irgendwo hineinblasen? Geht so, okay. Ja, herzliche Begrüßung zu dieser Veranstaltungsreihe, in der wir uns mehr oder weniger begegnen können, soweit wir Aktivisten des Designs sind, also innerhalb der Arbeit industriell gezeugter Massenprodukte beteiligt sind, auf welcher Ebene auch immer, und sei es auch nur der kaufmännischen Ebene, und andererseits eben des akademischen. Und das ist ein Grundproblem, das heute wahrscheinlich bedeutender ist oder sein könnte als je zuvor. Man muss sich nur überlegen, in welche Aporien man gerät, wenn man sich nicht klar macht, also in welche Selbstwidersprüchlichkeiten oder auch Irrsinnigkeiten oder Verzweiflungen man gerät, wenn man sich nicht klar macht, was es bedeutet, dass man ja auf Menschen einwirkt, von denen man weiß, dass sie gerade die Fähigkeit, zum Beispiel Urteilsfähigkeiten, Kenntnisse nicht haben, die die Voraussetzung dafür sind, dass das, was man selber tut, überhaupt von ihnen geschätzt werden kann. Das heißt, man will von jemandem geschätzt werden, Anerkennung haben, von dem er weiß, dass er die Voraussetzung dafür gar nicht hat. Das ist heute bei Künstlern, die keine philosophische Ausbildung haben, etwas schwierig. Zum Beispiel unser guter Freund Markus Lüppertz, der das Attitüdentheater der Künstler Passepartouts bis ins Letzte beherrscht, setzt sich in die Paris-Bar, schon in die Schnittstelle zwischen Öffentlichkeit und Restaurant, um die Passers-by, also die Passanten auf der Straße, darauf aufmerksam zu machen, dass er jetzt dort sitzt und wahrscheinlich Rotwein trinkt. Aber keiner der Passanten kümmert sich darum. Niemand wendet den Blick auch nur zu ihm hin. Er spricht immer lauter, hat noch drei oder vier Leute in der Entourage. Es wird dramatisch im Hinblick auf die Verwendung von Reizworten, Reizbegriffen. Keiner kümmert sich darum. Bis ihm der Kragen platzt, er sagt, das ist typisch, dieses ungebildete Berliner Pack, das nicht mal in der Lage ist zu erkennen, dass hier ein bedeutender Maler sitzt. Ja? Also er will Anerkennung von den Leuten, die er für Idioten hält. Man muss sich mal klar machen, was das eigentlich bedeutet, um diese Fehlhaltung gegenüber seinem Publikum nicht zu einer solchen Aporie voranzutreiben. Was bedeutet es, dass wir gerade, wenn wir etwas Spezifisches anzubieten haben, ja zu den Leuten reden oder mit den Leuten ins Geschäft kommen wollen oder mit denen in eine Lehrer-Schüler-Beziehung kommen wollen, von denen wir wissen, dass sie die Voraussetzungen dafür gar nicht besitzen. Nun, bei der klassischen Rolle des Lehrers ist es ja klar, dass es diese Differenz gibt, aber der Lehrer will ja auch nichts verkaufen und er will ja auch nicht in einer bestimmten Weise sich selbst als jemanden darstellen, der durch seine Arbeit selber über die augenblickliche Situation der Tätigkeit zu lehren hinaus Bedeutung hat, also an den man sich wenden kann, der als Beispielgeber dient, nicht als Vorbild, das gibt es nicht mehr, aber als Beispielgeber dient, der vormacht, wie er mit einem Problem, beispielsweise der Betrachtung eines Gemäldes, umgeht und der in dieser Hinsicht bestimmte Fähigkeiten besitzen muss, um die es heute allgemein gilt. Sie wissen, dass das ganze Kunstgetriebe nur noch vom Kunstmarkt bestimmt wird. Da gibt es keine Kriterien mehr, keine Kunstkritik mehr. Selbst in der FAZ ist die Kunstkritik durch Berichte über die
Auktionserfolge ersetzt worden. Ja, was man wirklich mit Aufmerksamkeit liest, sind jede Woche 4 Seiten Auktionserfolge, 6 Millionen, 8 Millionen, 80 Millionen. Das wird gelesen, aber Kritik findet nicht mehr statt. Und wo sie noch geschrieben wird, ist sie substanzlos, weil sie keine Kriterien mehr kennt, außer eben den Markterfolg. Man kann sich ja darauf nicht einlassen wollen, denn das schließt automatisch 96% aller heute aktiven Künstler vom der Diskussion ihrer Arbeit aus. Denn wenn nur die Kriterien des Markterfolges noch gelten, sind 96% aller aktiven Künstler, und das sind in der Bundesrepublik immer 28.000, beim Finanzamt gemeldete, nicht mehr in der Diskussion. Das heißt, Sie können auch damit rechnen, dass das, was Sie tun, in irgendeiner Weise sich als wirksam substanziell erweisen kann, weil Sie gar keine Adressaten mehr haben. Denn die einzigen Adressaten, die Ihnen noch zukommen, sind Käufer oder Repräsentanten des Marktes wie die Galeristen, und die konzentrieren sich, wie gesagt, auf 4% der Künstlerschaft. Mehr als 4% sind es nicht. Man kann auch sagen, dass es dafür noch andere Gründe gibt, aber im Wesentlichen ist heute tatsächlich die Orientierung auf die Ersetzung der Wertkriterien, Urteilskriterien durch das Kriterium der Marktgängigkeit des Erfolgs, also Bestätigung der Richtigkeit eines Anspruchs durch den Erfolg. Das ist in sich logisch und deswegen unsinnig, weil man dann ja keine Chancen hätte, etwas zu produzieren, etwas Neues zum Beispiel, was ja gerade dadurch als neu ausweist, dass es niemand schätzen kann, also auch am Markt nicht auftritt, denn es gibt am Markt keine Möglichkeit, mit dieser Position zu hantieren. Ein Wissenschaftler, der nur unter dem Gesichtspunkt der gängigen Anerkennung von Produzenten von Gütern im Industriebereich oder Medizinbereich arbeiten würde, hätte nie die Chance, etwas Neues zu erfinden, indem er systematisch sich darauf ausrichtet. Zufällig gibt es das, aber nicht strategisch. Also mit anderen Worten, durch die Orientierung als entscheidendes Kriterium der Beurteilung auf den Markt wird dem künstlerisch wissenschaftlichen Arbeiten eine entscheidende Begründung für den Anspruch weggenommen, Künstler und Wissenschaft zu sein. Das entstand ungefähr um 1400 in Florenz. Da hat es schon einen Vorlauf von 80 Jahren gehabt, seit Giotto die Arena-Fresken malte, seit Dante seinen vierfachen Schriftsinn, er ist 1320 gestorben, unter Petrarca Mitte der 1330er Jahre seine ersten humanistischen Manifeste mit der Besteigung des Mont Ventoux und so weiter ausschrieb. Also in Florenz wird ab 1400 eine neue Tätertypenklasse entwickelt. Diese neuen Tätertypen heißen Künstler und Wissenschaftler. Und das sind Figuren, die auftreten und sagen, hinter uns steht nichts. Kein Bischof, kein Fürst, kein Markt, das gab es schon mal. Die Fernhändler waren sehr keen, also sehr, sehr neugierig und begierig. Die Fernhändler, die etwa von Florenz nach Novgorod ihre Geschäfte ausweiteten, oder eben die Leute, die dafür dann die Versicherung entwickelten und die Transportwege und etc. Also hinter uns steht kein Markt, kein Bischof, keine Universität. In Maßen gab es das, aber als theologische Autorität im Wesentlichen. Hinter uns steht keine Armee. Wir haben keine der 6 klassischen Legitimationsstrategien hinter uns. Wir stehen hier als Leute, die etwas sagen, mit der Betonung, hinter uns steht nichts. Wenn normalerweise ein Mensch in der Kommune in Florenz oder sonst wo auftrat, dann sprach er im Namen des bischöflichen Ordinariats oder der fürstlichen Verlautbarung oder des Führers der Ciompi, also der Wollwebervertretung, oder eben im Namen der militärischen Verteidigungsanlagen, die höchstrangige theologische Tätigkeit war. Selbst Michelangelo hat sich dieser höchstrangigen Aufgabe gestellt. Es ist nicht der Tempel, es ist nicht die Kunst, sondern es ist die Festungsanlage. Ja, als Florenz bedroht wird durch die Franzosen, rückt Michelangelo von Rom nach Florenz, um die Verteidigungsanlagen zu erneuern. Also die höchstrangige spirituelle Arbeit war die des Baus der Befestigungsanlage, des Walls. Tempel ist erst drittrangig. In diesem Zusammenhang ist dann die Frage klar, was habt ihr denn zu sagen, wenn hinter euch nicht steht? Warum sollen wir zuhören, wenn hinter euch keine Macht der geistlichen oder ständischen Autorität steht? Warum sollen wir euch zuhören? Dann sagt ihr ganz einfach, wir bieten euch Aussagen, die so interessant sind, dass ihr auch zuhört
literarisch, musikalisch, bildend, künstlerisch, wenn keine Belohnung ausgesetzt wird für den Applaus und keine Bedrohung durch Strafen bei Missachtung, also wenn jemand bei der Rede des Fürsten sich unliebsam bemerkbar machte, Langweiler oder Idiot oder so etwas schrie, dann wurde er sicherlich der Bestrafung ausgesetzt, und das war bei Künstlern und Wissenschaftlern nicht der Fall. Also Leute sprachen, die einzige Autorität, die sie hatten, war die der Autorschaft. Es war also eine neue Art der Legitimation des Sprechens als Malen, Darstellen, Musizieren, nämlich die Autorität der Leute, die diese Aussagen produzierten. Im Lateinischen ist dasselbe Wort Autoritas und Autorschaft, also war klar, die Devise heißt Autorität durch Autorschaft, nicht Autorität durch Markterfolg, nicht Autorität durch einen Bischof, der dahinter steht, oder der Papa oder der Papst oder was immer, sondern ausschließlich durch Autorschaft. Das heißt, Aussagen als Bildwerke oder musikalische oder literarische mussten plötzlich so interessant sein, dass die Leute auch hinguckten, wenn nicht die Belohnung ihnen vorschwebte oder die Angst vor Strafe sie zum Stillhalten oder sogar zur Klakörschaft getrieben hat. Und das war der Antrieb für die Entwicklung dieser enormen Entwicklung innerhalb von 80 Jahren, eine vollständige, unglaubliche Entfaltung der Künste und Wissenschaften im 15. Jahrhundert. Alles in allem kann man sagen, seit Petrarchas Zeiten ist das entwickelt worden, ab 1402, Streit um die Gestaltung der Baptisteriumtüren in Florenz ist das dokumentiert. Seither gibt es in allen norditalienischen Stadtstaaten und schließlich auch bei uns über die Donauschule und Dürers wesentlichen Einfluss diesen neuen Typ von Aussagenautoritäten, die bewusst sagen, hinter uns steht nichts, außer unserer Fähigkeit, Aussagen zu machen. Und die nennt man eben Künstler im Sinne der späteren Formulierung Autonome, also durch keine andere Legitimation in ihrem Metier erst beglaubigte oder erst legitimierte Aussagenurheberschaft, sondern ausschließlich aus sich selbst. Es ist klar, dass damit eigentlich auch verbunden ist, dass die Autoren als Autoritäten sich aufeinander beziehen, denn wenn ich etwas, was ich sage, stützen will im Hinblick auf Argumente, dann würde ich einen anderen Autor herbeiziehen. Bis heute schreiben wir ja Fußnoten unten runter und sagen, auch Herr X, auch Frau Y hat es so oder so gesehen. Also ich zitiere andere Autoritäten als Autoren. Ich zitiere nicht einen Banker, der schon, oder einen Kanzler, der schon zwei Bilder gekauft hat, sondern ich zitiere einen Autor, der sich dort beschäftigt hat. Das ist also eine Art von Orientierung der Autoritäten als Autoren, bildende Künstler, Musiker, Literaten und so weiter, feste Gestalter. Leonardo, Berühmtheit in Mailand war nicht, dass er malen konnte, sondern dass er die Mittwochsfeste gestalten konnte. Das bekannteste Dekor eines Festhimmels kennen Sie alles, der berühmte unendliche Knoten, der erst sehr spät entschlüsselt werden konnte. Ein Dekor für die Decke im Festsaal der Sforza in Mailand. Dass diese Leute untereinander eine bestimmte Art von Beziehung aufbauten, nämlich sich wechselseitig als Autoren zu stimulieren durch die Beziehung aufeinander. Und die wesentlichste Form der Beziehung war die Kritik. Es entsteht plötzlich eine Form der Anerkennung von Menschen, die nur aus sich selbst heraus eine Aussage machen, die heißt, ich halte dich für kritikwürdig. Und die Form, in der die Kritik Würdigkeit erwies, also ich richte mich an dich und das, was du da gemacht hast, weil ich es für wichtig halte, mich damit auseinanderzusetzen, das ist die heutige Formulierung, indem ich aber kritisch würdige, auch das sind heutige Formulierungen, der Sache nach aber, indem ich kapiere, dass ich mich selbst als eine Autorität durch Autorschaft erst entwickeln kann, wenn ich andere würdigen kann. Carlo Schmitt, bei dem ich noch studiert habe, also einem der Großväter des Grundgesetzes von 48, 49, hat bestätigt, dass der Artikel, die Würde des Menschen unantastbar, natürlich nicht bedeutet, dass jeder Hans und Frau, gerade weil er lebt, eine Würde hat, sondern Würde hat nur, wer zu würdigen versteht. Das heißt, Menschen sind diejenigen, die verpflichtet sind, um sich selbst ernst zu nehmen, auf andere hin zu wirken, also andere zu würdigen. Das heißt, Würde hat nur, wer zu würdigen versteht. Also müssen die Autoren anfangen, andere zu würdigen, indem sie sie kritisieren.
Und ab Mitte des 15. Jahrhunderts entsteht dann Höhepunkt 1740er Jahre, die Form der Kritik an diesen Hervorbringungen der Autoren, die dann ihre Autorität stärken dadurch, dass sie kritisiert werden und nicht etwa abschwächen. Denn wenn sie würdig gefunden werden, kritisiert zu werden, stärkt das ihre Autorität. Das heißt, diejenigen, die am häufigsten und am meisten kritisiert wurden, waren dann diejenigen, die auch am häufigsten und meisten als Autoritäten durch Autorschaft herangezogen wurden. Das heißt, Kritik war die Basis der Würdigung. Noch heute gehen Künstler miteinander so um. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen hier gehandhabt wird, aber normalerweise, wenn man eine Besprechung in der Klasse hat über die Arbeitsresultate der letzten Woche, dann ist es Entscheidende zu formulieren, auf welcher Basis man das würdigen kann, durch die Möglichkeit, es zu kritisieren. Wenn da nichts ist, kann ich nichts kritisieren. Also werde ich auch nichts dazu sagen können. Wenn ich aber etwas sagen können, so weit herausfordern, dass es mich extrem interessiert, also ich extrem kritisch gegenüberstehe, dann ist das die größte Form der Anerkennung. Das ist in Spuren heute noch alles zu spüren, ist aber bedroht dadurch, dass eben die Intervention des Marktes in die Geltungsansprüche so zugenommen hat, dass man inzwischen selbst in bürgerlichen Blättern wie FAZ oder Süddeutsche eigentlich von Profi-Kritikern, die gibt es ja erst seit den Mitte des 18. Jahrhunderts, also von Profi-Kritikern auch jedes Mal gesagt bekommt, der sehr bekannte, der sehr erfolgreiche Herr X, da und da schon ausgestellt, als ob das irgendwas bedeutet im Hinblick auf die Arbeit, die man dann gerade vorführen will. Was hat das für eine Bedeutung, dass der schon 10-mal ausgestellt wurde, wenn ich diese Arbeit, die ich da gerade sehe, besprechen will? Sie sehen also, wie das Marktargument, Anerkennungsargument, die Aussagen, Autorität der Kritiker dann fälschlicherweise erhöht. Aber durch dieses Vorgehen ist, wie Sie alle wissen, das Urteil, auch das sogenannte kritische Urteil der Feuilletonisten beispielsweise, völlig wertlos geworden. Es traut auch heute keinem Menschen, der irgendwo auf der Rückseite eines Prospekts, wie Sie das gerade benutzen, auf der Galerieankündigung oder einem Text über die neueste Ausstellung von Herrn X und Frau Y in irgendeiner Zeitung auch nur das Geringste noch zu. Das wird doch einfach als, ja, muss man sagen, Banalitäten qua Definition nicht zur Kenntnis genommen. Es ist sozusagen wichtig, dass man zu jeder Ausstellung, wenn sie wichtig ist, einen Katalog hat. Je wichtiger die Ausstellung, desto dicker der Katalog. Und das Ganze wird dokumentiert, indem ich den Katalog durch die Straßen trage. Es ist nicht mehr daran gedacht, dass Sie den Katalog lesen. Kein Mensch liest noch einen Katalog, sondern man trägt ihn herum, um zu bekunden. Man hat das gesehen, man gehört zu denjenigen, die sich auf dieses Urteil in der Zeitung beziehen. Sehr wichtig, weil so viele hingehen, sehr wichtig, weil so viel verkauft wird, sehr wichtig, weil auch schon der Bundeskanzler oder die Frau Merkel sich lobend ausgedrückt hat. Damit ist die Kritik erledigt worden. Und damit heißt es auch, das Orientieren der Autoren aufeinander hinfällig. Heute arbeiten die Künstler und Wissenschaftler so isoliert für sich, dass sie das Entscheidende, nämlich sich wechselseitig durch Kritik würdigen zu können, nicht mehr zustande bringen. Nature und Science, die beiden wichtigsten Blätter für die Veröffentlichung von wissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen Arbeiten, beklagen ununterbrochen, dass niemand mehr liest und in der Nature entscheiden Kurzbeiträge im Vergleich zur Geisteswissenschaften. Ja? Also wenn da einer 8 Seiten schreibt, ist das schon ein ellenlanger Roman. Das Wichtige wäre 3 Seiten, 4 Seiten, ein Bericht fertig. Aber selbst das wird nicht gelesen, sondern nur Scouts, die das verwerten wollen für den Markt, gehen das durch und setzen das sofort in Patente um oder nehmen entsprechende Maßnahmen vor, damit man das sichern kann als Instrument des Einflusses auf den Markt. Die Wissenschaftler haben keinerlei Beziehung mehr zueinander. Selbst innerhalb desselben Instituts lesen die 3 oder 4 führenden Veröffentlicher in diesem, ja, und man ist ja in der Wissenschaft heute nur jemand, wenn man auf seiner Liste mindestens 60, 70 Veröffentlichungen in Organen wie Nature Science nennen kann, sonst ist man kein Wissenschaftler. Es geht nicht darum, was haben Sie gemacht, gucken Sie mal her, sondern wie viel Mal sind Sie im Zitationsindex aufgelistet. Das ist das Kriterium für Bedeutendheit, dass unter diesen Voraussetzungen sowohl das künstlerische wie das wissenschaftliche Arbeit
völlig sinnlos geworden ist, verglichen auf das, was ursprünglich Autorität durch Autorschaft eigentlich geheißen hat. Das hat sich jetzt abgespalten, das ist nichts anderes als die Indienstnahme dieser historisch entstandenen Positionen, wie die Universitäten selbst ja auch erledigt sind. Sie werden nur noch als Außenposten von der Gesellschaft bezahlte Entwicklungsanstalten für Privatindustrie genutzt, sonst ist eine Universität für eine Gesellschaft völlig uninteressant geworden. Kein Mensch glaubt, dass er da in irgendeiner höheren Weisheit bedient wird für irgendwelche Problembearbeitungen, sondern es wird in dem Maße gefördert, wie es marktgängig zu sein verspricht. Jeder Antrag eines Wissenschaftlers auf Unterstützung, das heißt auf die Voraussetzung, dass er überhaupt arbeiten kann, und das ist bei Naturwissenschaftlern ziemlich viel Geld, das sie brauchen, um überhaupt arbeiten zu können, wird begründet im Hinblick auf die Aussichten, die sich ergeben, wenn jemand die Mittel bewilligt und dann sagt der Wissenschaftler, wenn Sie mir, habe ich gerade erlebt, 28 Millionen geben, dann werden wir Ihnen einen Gegenwert von 56 Millionen rekapitalisieren durch das Produkt am Markt garantieren. Ja, dann ist natürlich klar, hier haben Sie es. Jeder Idiot würde das sagen können. Aber im Durchschnitt sagt eben jeder Idiot, hier haben Sie es, weil wir von Ihnen erwarten können, dass Sie das unter marktgängigen Gesichtspunkten sehen. Wenn nicht, fliegen Sie raus. Also werden Sie schon schön darauf achten, dass wir auch einen Gegenwert erhalten. Aber das ist das Ende der Wissenschaft, das Ende der Universitäten und natürlich auch das Ende der künstlerischen Arbeiten in Wesentlichen auf alle Vermittlungsinstitutionen, die Museen, die Galerien, die ja unglaubliche Arbeit leisten, die nichts wert ist, die in keiner Hinsicht noch irgendwas bedeutet. In dieser Situation gilt es jetzt, und deswegen missioniere ich gerne bei solcher Gelegenheit, wieder zurückzukommen zu dem Gedanken, wie kann man denn die Autorität der Autorschaft wieder etablieren? Das heißt, wie kann man überhaupt dazu kommen, sich selbst im Hinblick auf die Kritik der anderen zu fördern? Das heißt, wenn ich fähig bin, meinen nächsten Kollegen und den übernächsten im Hinblick auf ihre Arbeit kritisch zu würdigen, fördere ich ja mich im Wesentlichen durch meine Fähigkeit, mich auf anderes zu beziehen, als nur meine kleinen solipsistischen Aussagen, die ich da vor mir habe, rückzuentwickeln. Und das heißt eigentlich, den Weg wiederzugehen, den man historisch gegangen ist, auch bis ins 17. Jahrhundert hinein, war die Umwelt für Schreiber, für Produzenten sehr heikel. Lesen konnten nur ganz wenige. Zugang zu exponierten Räumen, also fürstlichen Salons, in denen Bilder hingen, hatten nur ganz wenige. Die kirchliche Präsentationsform war doch sehr stark auf die kultische Ritualisierung ausgerichtet, das heißt Kunst im Kontext des Kult ist eben keine Kunst, denn Kunst ist es nur dann, wenn ein Individuum aus sich heraus einen Geltungsanspruch als Autor erhebt und nicht als Vertreter einer Theologie oder einer Liturgie oder eines Rituals. Also da konnte man gar nichts hoffen, bei den Höfen hatten nur wenige Zugänge und der Rest konnte nicht lesen. Das heißt, die Frage war, warum schreibt ihr Idioten, wenn doch kein Mensch lesen kann? Was ist der Sinn zu schreiben, wenn keiner lesen kann? Das ist heute wieder so. Der ganze Kontext, in dem wir leben, ist der von visuellen Analphabeten, von Illiteraten oder eben von Wohlstandsverwahrlosten, wie kann man sagen, Junkies, Food-Junkies und Drug-Junkies oder Sex-Junkies oder was auch immer, also Funktionsopfern. Die Antwort gab man damals genauso, als denken Sie an einen Mann wie Newton, der gesagt hat, aha, das ist klar, wenn wir schreiben und es ist keiner da, der lesen kann, ist das Schreiben ja unsinnig. Also müssen wir dafür sorgen, dass es sinnvoll ist zu schreiben. Wie kann ich das garantieren, wenn ich Schreiber bin, zu garantieren, dass es sinnvoll ist zu schreiben? Ich muss zum Leser werden, das war die Antwort. Alle, die schreiben, müssen zu Leser werden. Das war die grandiose Idee der sogenannten Akademien, die aus der Mitte des 17. Jahrhunderts in Paris, in London, wesentlichen, aber auch in Deutschland in verschiedensten Zusammenhängen gegründet wurden. Und Akademien waren der Zusammenschluss aller derer Künstler und Wissenschaftler als Autoritäten durch Autorschaft, sonst nichts, die sich wechselseitig garantiert haben, dass das, was du malst, tatsächlich gesehen wird, weil ich ein Profi-Rezipient bin. Ich bin ausgebildet, um dir entsprechen zu können als Maler. Ich bin als Literat fähig, das, was du schreibst, tatsächlich zu kritisieren, also zu würdigen.
Und sich wechselseitig also zu sagen, zu malen, zu komponieren, zu schreiben, ist sinnvoll, denn wir sind selbst die Adressaten. Das heißt, wer schreibt, muss begründen, seinen Anspruch gelesen zu werden, indem er selbst zum Leser wird. Wenn Sie eine Gesellschaft hatten von 100 Akademisten, musste man, um eine Seite zu schreiben, 99 lesen. Ist ja klar. Ich musste das lesen, was jeweils äquivalent von den anderen geschrieben wird. Und das war die Legitimation für mich, den Anspruch zu erheben, ihr müsst lesen, was ich schreibe. Denn ich lese ja, was ihr schreibt. Dieses Verhältnis der reziproken Begründung war außerordentlich fruchtbar, weil niemand sich einen Anspruch auf gehört, gesehen, gelesen werden anmaßen konnte, der nicht de facto in der Arbeit, wöchentlichen Arbeit der Akademie zeigte, dass er es gelesen hatte. Er musste ja kritisieren. Er musste ja würdigen als jemand, der zu kritisieren weiß. Und eben das war die entscheidende Form der Würdigung. Und genau an der Stelle stehen wir heute wieder. Das heißt, wenn zum Beispiel solche akademischen Gemeinschaften wie hier in Ihrer Schule oder heute in der Bundesregierung, eigentlich überall, bis auf die Ausschussstellen der Industrie, die VW-Universität, die BMW-Universität, die Chemie- und so weiter Universität, also wenn Sie das noch nicht sind, Gott sei Dank noch keinen Sponsor gefunden haben, dann haben Sie eine Chance, sich wieder als solche Akademiker zusammenzuschließen, die völlig autonom sind im Hinblick auf die Erfüllung der Voraussetzungen für ihre Arbeit. Sie selbst garantieren sich wechselseitig, dass was Sie malen, von Profis gewürdigt wird, was Sie schreiben, von Profis gelesen wird, was Sie komponieren, von Profi, nämlich von anderen Komponisten, gehört wird. Und zwar nicht im Hinblick darauf, dass ich das mal eben so mir vom Halse halten will, lebe ich denn, wenn andere leben, wie Goethe sagt, ja, jeder Künstler ist ein Egoist, der möglichst darauf hinaus will, dass kein anderer in seinem Metier auftaucht. Zwar genau umgekehrt, akademisch heißt, ich bin davon abhängig, dass andere mir die Voraussetzung für meine Tätigkeit erfüllen. Das ist unsinnig zu schreiben, wenn keine Leser da sind. Und ich kann eben ein Selbstleser werden. Na gut, ich heirate, berühmter Fall, ja, und habe dann schon meine Leserschaft verdoppelt. Also da gibt es ja hinreichende Witze über all diese Geschichten. Aber das ist kein Ziel. Es gilt tatsächlich anzuerkennen, ich bin im Hinblick auf die Bedingung meiner Möglichkeit, das zu machen, zu komponieren, zumal abhängig davon, dass andere sich als Profi-Adressaten, als Profi-Rezipienten anbieten. Warum Profi? Weil sie selber schreiben, malen etc. Sodass dann die Malenden und die Schreibenden und musikalisch Tätigen, kompositorisch Tätigen sich wechselseitig, Höhepunkt dann die Entwicklung der Oper ab 1600, sich wechselseitig in Beziehung bringen. Die Oper ist entstanden als dieses berühmte von Wagner ausgewiesene Gesamtkunstwerk durch die natürliche Kooperation von Künstlern innerhalb der Akademien. Die berühmtesten natürlich in Frankreich, also unter Louis XIV, sagen wir mal ab 1660, wirklich mit Lü die tollsten musikalischen Akademien, mit Molière die tollste Dramatikerakademie entwickelt haben, mit Corneille, Racine die tollsten literarischen Konzepte der damaligen Zeit hatten und die entsprechend auch dann Geltung erhoben, weil nämlich ihre Aussagen so interessant waren, dass plötzlich ein Publikum außerhalb der Akademie einstellte, die einfach zuhören wollten, was die da machen. Das ist so interessant, was sie da tun, jenseits von Belohnung oder Bestrafungsbefürchtungen oder Hoffnungen, dass wir auch zuhören, 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden, 5 Stunden, ohne uns davon etwas im Sinne dieser üblichen sozialen Auszeichnungsstrategien zu versprechen. Nun war in diesem Zusammenhang eine Strategie entwickelt worden aus der Tradition der angewandten Künste, also des Kunsthandwerks, wobei Kunst nichts anderes hieß als Befähigung, eine Technik zu verwenden, sinnvoll zu verwenden. Kochkünstler ist einer, der weiß, wie man Rohes in Getrochtes verwandelt und es entsprechend sozialen Gepflogenheiten der Bildung von Essgemeinschaften als der zentralen sozialen Gemeinschaft zurichtet, präsentiert, nicht weil das Auge mit ist, sondern weil das die Bindung der Essenden an die Gemeinschaft derer ist, die die Voraussetzung dafür, dass sie essen können, schaffen. Denn nicht jeder kann sein Essen selbst anbauen, ist darauf angewiesen, dass andere eben die Voraussetzungen in ihren beruflichen Tätigkeiten schaffen, damit so etwas wie der große gesellschaftliche Metabolismus im Mittelpunkt das gemeinsame Essen überhaupt entstehen kann. Die anderen, die zukamen, bildeten dann das erste Publikum. Das heißt, in den Theatern, die in Frankreich geöffnet wurden, in Ausstellungen
partiell. Louvre wurde erst 1820 wirklich als Museum geöffnet. Kassel, erste große Museum, 1760 auf dem Kontinent gebaut, das heute Fridericianum, an dem die Documenta ja ab 1955 wieder aufgebaut worden sind, waren solche Veranstaltungen. Man kennt diese Bewegung eigentlich ziemlich gut, inklusive der tollsten Erfindung in diesem Bereich, nämlich der Erfindung der Kunstvereine durch das Bürgertum ab 1830er Jahre. Also jede Stadt mindestens einen Kunstverein hatte, weil die Bürger eben sahen, aha, Moment, das ist für uns jetzt wichtig, denn wir selber wollen ja Autoritäten zu sein, das heißt die, die über ihr Leben selbst bestimmen. Wenn ich mein Leben selbst bestimmen kann, bin ich eine Autorität für mich selbst, als derjenige, der unabhängig, autonom, nicht wie ein Bündel im Wind hin und her geworfen werden kann, bei jedem ideologischen Geblase sofort zusammenzuckt, sondern der Urteilsfähigkeit, der Standing hat, der weiß, worauf es ankommt. Dass also das Bürgertum in den Kunstvereinen zeigte, welche Fähigkeiten es selber besaß, um das Malen sinnvoll zu machen, nämlich Profi-Adressaten für Maler zu stellen. In den Kunstvereinen ging es im Wesentlichen um bildende Kunst. Dasselbe gab es auf literarischer Ebene, musikalischer Ebene. Wenn Sie alleine bedenken, was der Wagner an Vereinen gegründet hat, beziehungsweise in seinem Namen gegründet, und hunderte von Vereinen, die natürlich in dem Sinne nur zur Würdigung des Werkes von Wagner etabliert worden sind. Die Bünde als stärkste Form der Vermittlung dieses Gedankens. Die technische Ebene wurde ab ungefähr 1830er, 40er Jahre mit der zweiten industriellen Revolution, die erste beginnt mit der Dampfmaschine, 1770er Jahre mit James Watt, die zweite ist dann die über die Chemie von Liebig und anderen läuft, dann kennen Sie die Entwicklung der Elektrizität und so fort. Wir sind heute bei der sechsten, nämlich der informationstheoretischen Begründung von Geltungsansprüchen, bei der sechsten industriellen Revolution angekommen. In der zweiten bildete sich eine aus dem Englischen unglücklich übersetzte Tätigkeitsbeschreibung des Designs, wobei ein Designer im amerikanisch-englischen Sprachgebrauch jemand ist, der eine technische Einrichtung tatsächlich zum Laufen bringen kann. Das heißt, der einen Gedanken hat, wie man mit technischen Maßnahmen die Kraft des Hervorbringens durch Schaffen einer Maschine entwickeln kann. Designer hieß nicht Oberflächenbehübschung für etwas, was die anderen bauen, sondern Designer hieß aus dem Inneren des Konzepts der Verlebendigung, das heißt des Lebengebens, zu schaffen. Das ist ganz grundlegend, denn Sie wissen, seit europäischer theologischer Durchdringung des Alten Testaments, das heißt erste Buch Moses, Schöpfung der Welt durch das Kneten von Lehm, durch den Gott und das Behauchen, den Ruach, der das Ganze beseelt, ist klar, was Schaffenskraft der Menschen bedeutet, eben analog zu diesem göttlichen Akt, den Lehm zu behauchen, Leben zu schaffen, zu arbeiten. Es gibt aber nur eine natürliche Begründung für Leben geben, und das ist das Gebären der Frauen. Weswegen die Frauen die einzigen Götter waren, denn nur sie konnten Leben tatsächlich geben durch Gebärt. Die Männer haben sich dann wahnsinnig angestrengt und haben einen Trick angewendet, der aber sehr erfolgreich war, nämlich zu sagen, wenn wir totes Zeug, Männer können nur totes Zeug liefern, bemalte Leinwand an die Wand hängen, stellen jemand davor, dann wird der wütend, onaniert oder macht irgendetwas, und an dessen Beseeltheit erleben wir, wie wir Leben geben können. Das heißt, der Künstler schafft Leben in der Beseelung des Betrachters. Das ist natürlich eine ziemlich durchtriebene Veranstaltung, weil man dann, anders als die lebengebenden Frauen, ja nicht mehr in den Dienst dieser göttlichen Fähigkeit gestellt wird, sondern sich selber zum Herrn über das Verfahren macht und daraus dann ganz schnell Allmachtswahnsinnigkeiten und so etwas entstehen, wenn dann Künstler beispielsweise ein ganzes Volk zur lebendigen Rezipientenschaft vor ihren Hokuspokus machen wollen. Ja, Hitler hat ja gesagt, und in Berlin ist es gemacht worden, in den Kellern der Bildhauer, im Gelände des Reichssicherheitshauptamts, im Keller der Bildhauer wurde am lebendigen Fleisch der eingelieferten Verdächtigen gearbeitet. Und Hitler meinte, ich arbeite am lebenden Volk wie ein Bildhauer am Stein. Also zack, zack, es war ja klar, dass dieses Modell dann verlangte, dass eben damals 60 Millionen Deutsche sich als Profi-Rezipienten für das Konzipieren
durch den Mastermind, Mastermind. Ein schöner Witz. Gut, also durch den Mastermind Adolf Hitler gestalten ließen. Nach dem Prinzip der männlichen Schöpfungskraft. Das heißt, man stellte Männer, also Menschen, vor einen Wahrnehmungsanlass und beobachtete ihre Reaktion darauf, erschrecken, zerstören. Ikonoklasmus war immer ein wichtiges Zeichen für die Orientierung auf den Wahrnehmungsanlass oder auch leugnen, verdrehen gegen und so weiter. Das hat der Freud und Anna Freud haben das sehr gut beschrieben, 7 bestimmten Stadien des Umgangs. Wobei die Ikonoklasmen als zerstörende Objekte ja bis heute noch Tradition ist. Wenn Sie sehen, wie die ISIS in Syrien vorgeht, da haben Sie die klassische aller Begründungen des Verhaltens von männlichen Schöpfungsideen. In den 1830er Jahren entstand so eine Art von, kann man sagen, synthetischer Orientierung auf diesen Typ, lebengebend, nämlich durch den Mann, das war der Designer, der eine automobile Kreatur schaffen konnte. Das Automobil ist ja nichts anderes als die generelle Übersetzung dessen, was Ingenieure leisten. Nämlich eine Selbstbewegung, eine aus sich heraus demonstrierte Lebendigkeit zu schaffen. Der Designer war also jemand, der nicht nur das tote Material, wie die Künstler als Tafelbild oder Leinwandbild oder Fresko oder an die Wand hängen, sondern der innerhalb seines Arbeitsbereiches nach dem Muster des Schöpfergottes durch das Resultat, denken Sie an Mary Shelleys Frankenstein-Mythos von 1820er Jahre, das entsteht alles in dieser Zeit als Voraussetzung, in der Lage ist, tatsächlich heute würde man sagen, künstliches Leben zu schaffen, also automobile Einheiten zu schaffen. Und der Designer war damit für die industrielle Produktion der zentrale Mann, der die Einheit von ingenieurhaftes entwickeltes Konzept, technischer Realisierung, Ausfertigung bis zum Prototyp arbeitete und der dann vorführte, wie der liebe Gott seine Schöpfung eben seine Ingenieursleistung vorführte und dann überzeugend von anderen in Dienst genommen wurde. Mit ziemlich großem gesellschaftlichen Anspruch, diese berühmte Formulierung, dem Ingenieur ist nicht zu schwör, war wirklich die Umdefinition des Schöpfergottes in Gestalt des Ingenieurs im 19. Jahrhundert. In der Tat war er die einzige Entsprechung. Rückwirkend gab es dann solche Möglichkeiten wie im Rockefeller Center, den lieben Gott selber als Ingenieur zu zeigen. Wer war im Rockefeller Center, hat Gott als, ja, das geht zurück auf die Buchmalerei des 8. Jahrhunderts, wo man selbst Gott schon als einen Entwerfer im technischen Sinne sehen konnte. In den Buchmalereien der Libri Carolini wurde es auch systematisch dargestellt im Konflikt mit den Bilderkämpfern in Byzanz. Aber es gab sozusagen eine direkte Umsetzung dieses alten Modells des Schöpfergottes auf die neue Ebene der Ingenieurskunst. Und dann gab es eine merkwürdige Verengung des Begriffs, nämlich diese lebende Einheit, wie der Mensch die Haut hat, die daran hindert zu sehen, wie jetzt seine Magen funktioniert, wie seine Nieren funktionieren, wie sein Darmsystem, die Verdauung manifestiert etc. durch die Verhüllung der Haut. So wurden diese technischen Lebenseinheiten ja auch aus verschiedenen Gründen, auch allein des Schutzes durch Einwirkung von außen und aus Sicherheitsgründen verkleidet. Und dann war plötzlich klar, dass diese Verkleidung, also Oberflächenfinish, als das entscheidende Moment für den Designer gesehen wurde. So kam es dann zum verengten Begriff des Gestaltgebers als Designer, der eben für ein industriell erzeugtes Produkt und für die Anlagen selbst eine Erscheinung gebiert oder entwirft, hervorbringt, von der her der Laie das Ganze beurteilen kann. Das heißt, er lernte zu kommunizieren, ohne was zu verstehen. Das war ein ganz entscheidender Schritt. Unsere ganze moderne Entwicklung beruht auf der Leistung der Ingenieure, die es fertig brachten, dass wir alle mit Autofahren, Elektrizität, mit Strom und was auch immer hantieren können, ohne das Geringste von Elektronenstromströmung zu verstehen. Wir bedienen das einfach, wir können kommunizieren und das heißt, wir nehmen es in Dienst, ohne zu verstehen. Und das war die größte Revolution, die es je gegeben hat, Kommunikation ohne Verstehen. Das dann das Hauptmoment des Designers wurde, intuitive Bedienbarkeit der Objekte. Das ist die zentrale Forderung an den Designer. Entwirf die Erscheinung des verkleideten
Automobils, also des Lebenden, sich selbst bewegen, so, dass jeder damit umgehen kann, obwohl er von der Sache technisch und so weiter gar nichts versteht. Also intuitive Bedienung heißt, mit etwas umgehen zu können, ohne auch nur im Ansatz zu kapieren, was es ist. Dadurch kamen dann Designer zu ihrer eigentlich abqualifizierenden Herabstufung zu einem Secondhand-Künstler oder zu einem After-Künstler oder was immer, obwohl Toilettenpapier zu designen sehr lukrativ sein soll, habe ich gehört. Es gibt da verschiedene Muster. Also After-Künstler heißt ja also nur Nachgeordneter. Und immer wieder versuchten dann Designer selbst auch als Künstler anerkannt zu werden. Das war vor allem bei denen, die selber technische Medien benutzten, wie die ersten Leute mit der Fotografie, die es schwer hatten, sich als Künstler durchzusetzen. Dann die ersten Filmer, das gilt ja bis heute, kann man mit Pixeln malen. Ist das überhaupt sinnvoll, das, was da elektronisch als Bild generiert wird, überhaupt noch auf die Tradition der Malerei beziehen zu können, etc. Aber im Kern bleibt es bei dieser fulminanten Orientierung auf den Umgang mit etwas in funktionaler Hinsicht. Das ist für die Versicherung ungeheuer wichtig. Also man vertraut uns Autos an, man versichert unser Autofahren und weiß, dass die, wie die jetzt Auto fahren, keine Ahnung davon haben, was wie ein Auto funktioniert. Überhaupt nicht Herr des Verfahrens sind, sondern nur gelernt haben zu kommunizieren, ohne zu verstehen. Also alles, was heute über Design läuft, ist intuitive Kommunizierbarkeit ohne Verstehen. Natürlich kann man sagen, der Designer, der es selber macht, der Ingenieur, der weiß ja, wie es funktioniert. Und also können wir uns auf ihn verlassen als den, der garantiert. Aber Sie wissen, auf den lieben Gott sich zu verlassen, obwohl er die Schöpfung hervorgebracht hat, ist ziemlich schwierig geworden. Ja? Es gibt Verfahren, ihn heute anzuklagen, nämlich über seinen Stellvertreter in Rom in einen Prozess zu machen. Was hast du für eine schweinische Welt entworfen? Strafrechtlich ist das unhaltbar und zivilrechtlich auch. Wir verklagen dich jetzt. Aber all diese Versuche sind ja gescheitert. Und so ist es auch bei Ingenieuren. Obwohl die Produkthaftung durch die Produzenten so etwas noch in gewisser Weise zur Beruhigung der Bevölkerung in Gang setzte, aber de facto spielt das gar keine Rolle und die Rezipientenhaftung ebenso wenig. Es ist immer noch keine durchgesetzte Haftung der Rezipienten für den Umgang mit den Produkten. Man kann sich privat versichern lassen, aber im eigentlichen Sinne ist das noch keine gesetzlich vorgeschriebene Pflicht. Nun kann man sagen, es ist eigentlich doch etwas Grandioses, sein Weltvertrauen in die Fähigkeit, in ihr umzugehen, also zum Beispiel mit dem Problem, ja, dadurch zu meistern, dass man nicht wie früher glaubt, man müsse das Problem durchdringen und verstehen und damit lösen, sondern indem man einfach das Problem, wie das Automobil, als prinzipiell vom Fahrer nicht zu verstehendes, ja, nutzt und durch diese Fähigkeit, es zu kommunizieren, also damit sachgemäß umgeht, eine entsprechende sinnvolle Haltung an den Tag legt, die immerhin demokratietheoretisch viel wichtiger ist als die Vorgängermodelle. Denn dann hieße ja das demokratische Zusammenleben der Menschen unter einem ganz grundlegenden Gesichtspunkt zu organisieren. Und in der Tat ist das heute die einzige Begründung von Geltungsansprüchen von Gesellschaftsordnung als Demokratie. Nämlich, wenn es so ist, dass selbst hochspezialisierte Ärzte, je mehr sie also leisten wollen, desto spezialisierter machen müssen, in 99% der Arbeitsfelder der Medizin vollkommen Dilettanten sind, genau wie ich. Ich gehe zu meinem Doktor, der ist Nephrologe und der versteht, was über die Semipermeabilität der Zellen in der Nebennierenrinde und das ist alles. Aber da leistet er es, also in allen anderen Fällen ist er genauso ein Idiot wie ich. Das heißt, wir durchsetzen, dass wir kommunizieren müssen, ohne verstehen zu können, denn wir können gar nicht uns bemühen, alles, was wir als lebensbestätigende Tätigkeit heute verwenden, überhaupt verstehen zu wollen. Und je mehr wir das wollten, desto eingeschränkter werden. Je mehr ich also wirklich verstehen will, was da chemisch oder physikalisch vor sich geht, desto mehr muss ich darauf verzichten, alles andere zu verstehen, was für gesellschaftliches Leben relevant ist. Dann heißt das also, die neue theoretische Begründung des Demokratiemodells heißt, der universale Dilettantismus, der das Resultat der Spezialisierung ist, je höher spezialisiert, desto größer der Dilettantismus, ist die Basis unter dem Eingeständnis,
dass wir alle wissen, was wir nicht wissen, was wir nicht können, was wir nicht haben. Alte sokratische Tugenden, aber in einer völlig neuen Weise verstanden, nämlich in dem Sinne, dass die Begründung der Entscheidungen, zum Beispiel Gesetzgebung, Strafgerichtsbarkeiten etc., unter der Bedingung steht, dass niemand sich auf die Wahrheit, Schönheit oder Gutheit, im Design wäre es dann sowohl Wahrheit wie Schönheit wie Gutheit, berufen kann, weil es keine normative Instanz mehr gibt, die sagt, dieses gut, dieses schön und dieses wahr. Wenn das so ist, dann gelten ja nur nicht normative Ordnungen. Und die Frage ist, wie diese Nichtnormativität handlungsbestimmend werden kann. Und das ist eigentlich ziemlich klar, wenn man sagt, Nichtnormatives, also das Kontrafaktische, das, was gerade nicht sich aus der Ableitungslogik ergibt, dann wissen wir, also, dass Kulturen im Wesentlichen nur aus Normativität des Kontrafaktischen bestehen. Religiöse Überzeugungen sind doch handlungsleitend, also normativ, gerade in dem Maße, wie sie sich dem Verstehen entziehen. Credo quia absurdum, das heißt, ich muss wissen, dass ich glauben muss, Axiomatik nach Mathematik, ich muss als Mathematiker wissen, dass ich Axiomatik als Glaubenssatz setzen muss, und dann verstehe ich auch, was ich glaube. Das heißt, am Ende kommt heraus, was die Aufklärung immer gesagt hat, wer auf Rationalität besteht, muss ein Kriterium entwickeln. Rational ist nur der, der die Grenzen seiner Einsichtsfähigkeit, Verstandesfähigkeit kennt. Also ich bin ein universaler Dilettant, denn in dieser Hinsicht verstehe ich sowas, aber allen anderen nicht. Wer also rational handeln will, muss die Begrenztheit, wie Kant, die Begrenztheit seines Urteilsvermögens kennen. Wenn er die Grenzen setzt, erzeugt er das Jenseits der Grenze. Das heißt, insistieren auf Rationalität ist die Orientierung auf das Irrationale. Aufklärung heißt, zu wissen, dass man aus Rationalitätsgründen verpflichtet sich, sich auf die Rationalität zu beziehen, also bei der Grenze auf das Jenseits der Grenze. Beim Anfang, denken Sie ja nur an das längst überholte Modell des Urknalls. Ja, jeder Idiot kann fragen, und was war vor dem Urknall? Also schon sitzt man auf. Das sind ja alles philosophische Kurzköpfigkeiten. Aber Naturwissenschaftlern lässt man sowas durchgehen, das ist ja normal. Dass man das aufhört, so zu hantieren, sondern zu sagen, rational ist also ein rationaler Umgang mit dem Irrationalen. Dass ich gerade dadurch als normativ erweist, dass ich es ja auf Rationalität abgesehen habe. Wer Faktizität sagt, wie Herr Chefredakteur der Bruderzeitung Focus, der immer sagte, Fakten, 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 Focus ist das Organ, immer Fakten, 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 der muss ja wissen, was nicht faktisch ist, sonst wäre ein Satz sehr unsinnig. Wenn er also weiß, was faktisch ist, muss er das vom Nicht-Faktischen unterscheiden. Wenn er also auf Fakten besteht, ist er ständig orientiert auf das Kontrafaktische, auf das Nicht-Faktische. Also heißt, auf Fakten resoliert zu sein, zu wissen, welche Macht das Kontrafaktische hat, zum gesellschaftlichen Spukgestalten, Glaubenssätze, irgendwelche privaten Spinnereien oder was auch immer. Aber das kann man eben nicht mehr, sagt die Aufklärung, abqualifizieren als Dummheit von Leuten, die nicht aufgeklärt sind, sondern es gilt, whatever people believe to be real is real in its consequences. Was immer Menschen für wahr und wirklich halten, ist völlig egal was, wird durch die Konsequenzen des Dafürhaltens tatsächlich Bestandteil der Realität. Man kann einer alten Frau nicht mehr sagen, Ohmchen, du bist ja nicht ganz aufgeklärt, Hexen gibt es nicht mehr, Gespenster gibt es nicht mehr. Und er sagt, ja, aber die Leute laufen doch alle auf der Straße rum und sprechen so laut zu sich. Und er sagt, nein, Ohmchen, das war früher. Heute sprechen sie nicht zu sich, sondern zu ihrem Partner. Ja, wo ist denn der? Also, so geht es da los. Und er sagt, ihr seht ihr, die Gespenster sind alle da. Die Leute bestätigen das jeden Tag auf der Straße. Ich habe Angst vor diesen Gespenstern. Ich nagel die Fenster meines Hauses zu. Dann sind die vernagelten Fenster real. Obwohl das, was die Frau glaubt, völlig beliebig ist. Also was immer Menschen für wirklich halten, wird wirklich durch die Konsequenzen des Dafürhaltens. Es heißt also, wieder zu gewinnen, was die Aufklärung im 18. Jahrhundert gesagt hat. Wer auf Rationalität, das ist der Einwand von Hegel gegen Kant, wer auf Rationalität besteht, kann nicht sagen, ich triumphiere im Hinblick auf mein Urteil bis zu dieser Grenze, denn bis dahin kann ich meiner Urteile gewiss sein. Mit dem Setzen der Grenze wird das Jenseits der Grenze überhaupt zum Ziel des rationalen Handelns. Also ist aufgeklärt nur, wer weiß, wie man einen vernünftigen Gebrauch, eine vernünftige Art der Sprache, der Orientierung auf das Irrationale entwickelt. Wer auf Fakten besteht, muss wissen, wie man mit der Normativität des Kontrafaktischen umgeht. Ja, und wie Luhmann das wunderschön in seiner Studie
über Liebe als Passion gezeigt hat. Wer auf dem Argument besteht, wie die jungen Menschen seit 250 Jahren, wie begründen sie ihr Ort, ihre Entscheidung? Mama sagt, Kind, der hat doch nicht mal Abitur. Papa sagt, Mann, die Eltern haben kein Stück Land, also der nutzt uns nichts, wenn du ihn heiratest. Er kann dich nicht versorgen, gibt keine Garantie dafür, dass du irgendwie unsere Gene weitergibst. Nichts ist da. Und dann sagt das Kind seit 250 Jahren, seht ihr Mama und Papa, wenn es nicht die Vergrößerung unseres Handlungspotenzials durch Zusammenwerfen von Acker ist, wenn es nicht das Einbringen von Geld ist, wenn es nicht die Ausbildung, die der soziale Status ist, dann muss es Liebe sein. Ja? Also ist Liebe die tatsächliche Begründung der Absurdität. Theologisch heißt Liebe Absurdität. Credo quia absurdum hieß unter Tertullians Zeiten, der Glaube ist gestützt auf das, was zu keinem Argument als Widerspruch passen kann. Also so wie die Liebe nicht zum Argument passt, Vergrößerung des Grundbesitzes, Vergrößerung des sozialen Staates, Vergrößerung des Einflusses, so auch bei der Passion im religiösen Sinne. Also Rationalität heißt, vernünftigen Gebrauch und Orientierung auf das Irrational zu haben. Auf Fakten zu bestehen heißt zu wissen, dass in einer Gesellschaft ausschließlich Normativität des Kontrafaktischen herrscht. Wenn Sie eine Gesellschaft darauf untersuchen wollen, was faktisch ist, selbst die geltenden Gesetze werden im Hinblick auf das, was im Vorgericht passiert, wieder ins Kontrafaktische der Beliebigkeiten, der Partei, des Zeitgeistes und so weiter umgebaut. Da ist nur Verlass auf die Verbindlichkeit des Kontrafaktischen. Je irrsinniger die Leute sind, desto fester sind sie im Glauben. Ja? Je spiritueller, desto verlässlicher. Also Kontrafaktizität als normativ zu erkennen, das heißt ein Faktum. Man muss wissen, Gesellschaften funktionieren durch die handlungsbestimmende Kraft des Irrwitz, des Glaubens, der Beliebigkeit, der Tradition, des Dafürhaltens, der Märchen, der Erzählung. Alles Kontrafakte. Und im Hinblick auf religiöse Begründungen, also sozusagen die Sphäre der unmittelbaren Zueignung des Sprechenden zu der letzten Instanz, gilt, dass nur die Absurdität tatsächlich eine verlässliche Begründung für den Glauben, für die Liebe, also für alles das Entscheidende abgibt. Das müssen wir wirklich mal klar machen. Credo qui absurdum. Sio ut credo. Also ich weiß, dass ich glauben muss. Ja? Also weiß ich das Absurde. Das ist die Schlussfolgerung in dem berühmten Dreisatz. Ich weiß also genau, was das Absurde, was das Kontrafaktische, was das Irrationale ist. Im Hinblick auf dieses Wissen von der Bedeutsamkeit des Irrationalen, Kontrafaktischen und Absurden kann ich meinen Glauben entwickeln. Das heißt, jeder Einwand gegen meine Glaubensüberzeugung ist eine Stärkung meiner Glaubensüberzeugung und nicht eine Abschwächung durch ein Argument, das mich widerlegen könnte. Denn wenn ich glaube, glaube ich ja jenseits jeder Begründbarkeit des Arguments. Wenn ich liebe, liebe ich jenseits der Begründbarkeit. Du willst ja nur mehr Geld haben, du willst ja nur eine Altersversorgung, du willst ja nur in der Öffentlichkeit stehenden Mann, damit du auch in der Zeitung stehst. Das alles gilt ja nicht bei Liebe. Also ist klar, dass wir im Hinblick auf den neuen Akademus, das heißt die neue Gesellschaft aller derer, die sich wechselseitig die Bedingungen der Erfüllung ihrer Arbeit ermöglichen und der Tatsache, dass wir alle inzwischen durch die Stärkung der technischen Bedeutung für unsere Alltagswelt nur kommunizieren können unter Verzicht aufs Verstehen, also universaldilettantisch ergibt sich, dass demokratisches Zusammenleben von Menschen nur unter der Bedingung tatsächlich gilt, wenn die vorausgesetzte Gleichheit aller Menschen tatsächlich nachgewiesen ist. Wann ist die Gleichheit der Menschen? Sie sind genetisch nicht gleich, von der Herkunft nicht gleich, Ausbildung nicht gleich, Elternhaus her und so, sind alle völlig verschieden. Was heißt da Gleichheit? Ist doch alles eine Farce. Wo heißt es da Gleichheit? Heute wird noch beklagt im Hinblick auf die Ausbildungschancen von Menschen aus bürgerlichen Haushalten, aus Migrantenhaushalten, aus Kleinbürgerhaushalten und so weiter. Das sind sozusagen altbackene Auffassungen. Heute ist klar, dass in einer Hinsicht die Menschen nur gleich sind, nämlich im Hinblick auf das, was sie gerade durch Spezialisierung nicht wissen. Das heißt, in dem Maße, wie sie Dilettanten sind. Mit anderen Worten, gleich sind sie alle im Hinblick auf das, was sie nicht wissen, nicht können, nicht haben. Denn ein erfolgreicher Wissenschaftler ist ja jemand, der Erkenntnisgewinn daraufhin bestimmt, was er durch diesen Erkenntnisgewinn jetzt alles nicht weiß.
Das heißt, jedes Resultat des wissenschaftlichen Arbeitens prinzipiell unbeendbar, wie auch in der Kunst. Der Werkbegriff ist da nur so eine Zauberformel aus atavistischen Zeiten. Prinzipiell unbegrenzbar heißt, der Fortschritt besteht im immer besseren Wissen dessen, was man nicht weiß. Also, wir sind alle gleich im Hinblick auf das, was wir nicht wissen. Ein Straßenkehrer und ein Professor sind im Hinblick auf das, was sie nicht wissen, völlig gleich. Nämlich, sie wissen nichts. Außer, dass der Professor weiß, dass er nichts weiß und damit eine bessere Voraussetzung dafür hat, mit seinem Nichtwissen umzugehen. Und das ist dann die Erziehung. Aber bringen Sie mal einen Straßenmenschen bei, das Ziel der Erziehung sei, das zu wissen, was er jetzt auch schon weiß, nämlich er weiß nichts. Ja, das wird er Ihnen dann erst nach einem 12-semestrigen Philosophiestudium hoffentlich überhaupt als ernsthaftes Ansinnen abnehmen. Ob der Erfolg gegeben ist, ist eine andere Sache. Wir können also den demokratischen Begriff der Gleichheit nur voraussetzen, im Hinblick auf das, was wirklich Gleichheit ist, beim höchst spezialisierten Wissenschaftler wie beim normalen Idioten. Nämlich, wir sind alle gleich im Hinblick auf das, was wir gerade durch den Erfolg unseres Wissenserwerbs immer besser nicht wissen und nicht können und nicht haben. Und das ist die Begründung. Dann gibt es eine Disziplin, nämlich die Künstler- und Wissenschaftlerkarrieren, die darin bestehen, das stammt aus der Begründung der Ständeordnung, die darin bestehen, dass sie einen Meisterrang, das heißt eine höherwertige Begründung von Autorität als Institutsleiter oder APL-Professor gegenüber dem Ordinarius etc. gewinnen. Ordinarius hat also in dem Sinne einen höheren Geltungsanspruch, aber nur in welcher Hinsicht? Aus den alten Zünften weiß man, wie der aufstiegende Ordnung Geselle, also Lehrling, Geselle, Meister. Der Lehrling muss zeigen, dass er lehrbegierig ist und sich anstrengt, die Technik zu erlernen. Der Geselle muss zeigen, was er kann, und der Meister kann sich auf das einlassen, was er nicht kann. Denn die Autorisierung eines Menschen als Meister seines Metiers ist, dieser Mann hat die Autorität, sich auf das einzulassen, was er nicht kann. Ja? Die großen Chirurgen, die großen Wissenschaftler müssen ja irgendwann sich auf das einlassen, was sie nicht können. Und ein Koch oder wer immer, ein großer Chirurg hat eben die Autorität, eine neue Methode des Operierens auszuprobieren, eine neue Form der invasiven Operation zu erfinden, die ja nicht gedeckt ist, weil sie sozusagen durch die Empirie schon qualifizierbar ist, sondern gerade daran besteht, dass sie nicht qualifizierbar ist, also auf dem Nichtwissen besteht. Und ein Operateur, der etwas Neues macht, tut das genau im Hinblick auf diese Fähigkeit, mit dem umzugehen, was er nicht weiß. Und das ist dann der jeweils die neue Methode. Auch als Künstler sind Sie eigentlich ein Spezialist für das, was Sie nicht können, denn sonst würden Sie gar nicht arbeiten. Ja, warum dann 20 Mal nackte Mädchen, Akt genannt, 75.000 Mal Blumen im Fenster vor der Heidekarte und 80 Mal Pferde auf der Weide etc. Warum denn? Ja, Picasso alleine 22.000 Mal den Minotaur. Warum? Ja, weil es eine Demonstration dessen ist, was man eben nicht kann. Das heißt, die Fähigkeit, sich auf etwas einzulassen, was aus der Nichtbeherrschung eine Herausforderung ist, die dann diesen wunderbaren Kick ergibt. Ja, die Meisterschaft der Demonstration heißt, hier kann einer zeigen, in welcher Weise er sich dem Problem gegenüber souverän verhält, weil er das Problem für bedeutender hält als sich selbst. Er demonstriert also im Blatt, dass die innere Logik der Gestaltung bedeutender ist als das, was er in seiner Allmachtsvorstellung oder in seinem Künstlerpathos glaubte, tun zu können. Und wenn das Metier aus sich heraus, die Arbeit aus sich heraus, Evidenz erzeugt, Sinn macht, dann können Sie sie würdigen, indem Sie diese Evidenz kritisieren. Aber der Witz ist, und das war der Grund, warum die Kunst überhaupt erfunden wurde, ab 1400, man hätte es ja auch wie in allen Hochkulturen ohne Kunst und Wissenschaft treiben können. Es gab bei den Griechen keine Kunst, bei den Römern keine Kunst, bei den Ägyptern keine Wissenschaft, bei den Hittitern, wo immer sind, keine Kunst und keine Wissenschaft. Die haben doch grandiose Leistungen vollbracht, gigantische Bauten, tolle, ja, auch wenn sie hinterher alle verschwunden sind. Das wird uns genauso blühen. Aber warum hat man eigentlich ab 1400 gesagt, Mensch, das ist eine geniale Idee, was diese Leute, die keine Autorität haben, aber deswegen interessant sind, weil sie so etwas Interessantes darstellen, dass wir alle zugucken, zuhören und sagen, oh, was kann man anfangen, dass diese Leute in der Lage sind, uns zu demonstrieren, wie weit wir gerade dadurch gefördert werden, dass wir uns auf das
einlassen, was wir nicht wissen, nicht können, nicht haben. Aber nicht im Bewusstsein, jetzt haben wir es, jetzt wissen wir es, denn aus der Erfahrung des Malens und Darstellens heißt, ein Bild erzeugt das nächste. Eine Art der Arbeit erzeugt die nächste, weil jedes Bild in dem Maße interessant ist, wie es eine nächste Fragestellung, einen nächsten Ansatz provoziert. Und man dann eben Leute hatten, die sagten, wir zeigen euch, wie das mit der Kritik geht. Also zum Beispiel ab 1350er Jahre, das Bilderverbot der Juden und der Moslems. Das gab es auch bei den Christen, das war aber eine andere Formulierung. Aber das Bilderverbot, Bilderkriege gab es unter den Christen ganz genauso. Denken Sie nur an die großartigsten aller Bilderkriege zwischen 730 und 840 in Byzanz. Der gigantischste aller theologisch begründeten Bilderkriege, das wissen wir aus den Kommentaren der Klosterschreiber von Karl dem Großen, die diese Vorgänge alle genau kommentiert haben und mit heute noch gültigen Antworten versehen haben. In der Libri Carolini wird das alles dokumentiert. Dass also diese Spezialisten der Autorität durch Autorschaft, also die, die wagen, sich auf das einzulassen, was sie nicht können und nicht haben, in der Lage sind, ein ganz vernünftiges Verfahren zur Begründung dieses Einlassens auf das, was sie nicht können, darstellen. Anhand dieser Nagelprobe, das ging bei den Türen für das Baptisterium ja um die berühmte Szene, Gott interveniert, damit Abraham nicht der erste Faschist wird. Ja, denn er hat in seiner Gottesdienerschaft ist so weit getrieben, dass er sogar seinen eigenen Sohn töten wollte. Also das, was Fundamentalisten Fundamentalisten jedenfalls tun. Und dann greift Gott selber ein. Silberberg sagt, Hitler hat nicht die Gnade gehabt, dass Gott eingriff, als er diesen Irrsinn wie alle Faschisten nachmachte. Aber Abraham hat als erster Faschist die Intervention bekommen. Und für diese Türen in Baptisterium Florenz wird darum gestritten, dass Brunelleschi und Ghiberti die bessere Lösung für diese Intervention darstellen. Und das Kriterium ist, wie weit das, was der eine oder andere nutzt, um das darzustellen, auf Kritik basiert. Wenn das um Evidenz geht, Sinnfälligkeit, sodass jeder sehen, ja, ich sehe es mit eigenem Audio, mit evidere aus dem eigenen Augenblick, eigenen Augenschein, im Griechischen Autopsia genannt, was für die Historiker seit Herodot grundlegend ist, Autopsie heißt selber hingehen, nachgucken, was also evident ist, muss kritisiert werden. Warum? Weil die Künstler gerade zeigen, dass wir täuschbar sind. Alle haben die Erfahrung im Altersleben gemacht, dass sie optisch täuschbar sind. Die Philosophen sagen, dass sie begrifflich täuschbar sind. Wenn wir aber alle täuschbar sind, dann müssen Wissenschaftler und Künstler mit der Täuschbarkeit rechnen. Also, sie müssen die Evidenz kritisieren. Denn das, was vor Augen evident da ist, ist ja ein Resultat der Täuschung. Wie kann ich damit arbeiten, wenn es eine Täuschung ist? Dann kommt jetzt der Trick. Das ist so genial, dass es bis heute das grandioseste Geschehen in der Menschheitsgeschichte ist. Nämlich zu zeigen, dass Kritik an der Evidenz, am Augenschein, nur durch Evidenzerzeugung möglich ist. Das heißt, wenn Bilderverbote ausgesprochen werden, kann man die Bilderverbote nur realisieren als Bild. Denn Bilderverbot gilt ja für Leute, die Bilder machen. Es kann nicht heißen, kein Bild zu machen, sondern das Bilderverbot, Evidenzkritik, evident zu machen, das Bilderverbot als Bild evident werden zu lassen. Und genau das ist geschehen. In meiner Generation, 50er Jahre, amerikanischen Expressionisten, da flogen wirklich die Fetzen. Wir als erste Schülergeneration, die nach den USA fuhren, sahen dann Motherwell und Roscoe und Judd diskutieren und kapierten schlagartig, was es heißt, die waren ja alle Juden, dass sie zum ersten Mal entdeckten, auch Juden haben die Voraussetzung, als bildende Künstler zu arbeiten. Das Bilderverbot, das man ihnen mal erzählt hat, ist Unsinn. Das Bilderverbot heißt, realisiere als Bild, was ein Bilderverbot sagt, nämlich erzeuge als Evidenz die Kritik der Evidenz. Du musst also die Kritik der Evidenz an der Darstellung Gottes wieder sinnvoll machen. Das haben die Ärzte, das haben die Ingenieure alle gemacht. Sie trauen ihren Augen nicht, ersetzen das aber durch Zahlen, Kolonnen oder Zeigerausschläge. Ein Zeigerausschlag zu sehen, ist wieder ein Evidenzerleben. Also statt selber hinzugehen, zu wissen, ich kann mich ja täuschen, das zählt nicht, übersetzt man die Evidenzkritik in Evidenzerzeugung und Zahlenrattern und Zeigerausschläge sind wieder Evidenzerlebnisse für Wissenschaftler, aber als Resultat der Evidenzkritik. Genau das ist die Definition von Kunst und Wissenschaft im Vergleich zu allen bis dato großartigen historischen Leistungen.
Und das bedeutet, wie spät haben wir es? Das bedeutet, dass wir ins, was? Ach so, schon, soweit. Ja. Dass wir uns jetzt auf diesen Grundkern wieder zurückzubeziehen innerhalb unserer neuen akademischen Gemeinschaften, das heißt Würdigung durch Kritik, heißt das jeweils, dass diese Kritik und die Würdigung nur durch Erzeugung von Evidenz. Ja? Evidenzkritik ist nur möglich durch Erzeugung von Evidenz. Und dazu braucht man neue Technik, das war die Kunst, das war die Wissenschaft. Evidenzkritik, Kritik am Augenschein, übersetzt in Evidenzkritik als Augenschein. Zahlen rattern oder Zeiger ablesen sind genauso augenscheinliche Phänomene wie das vorhergehende unbewaffnete Augensehen der Phänomene. Das alles zusammengefasst heißt, wer heute in der Gemeinschaft demokratisch in ihrem Zusammenhängen, organisiert ist schon viel zu stark, sich aufeinander beziehender Menschen leben will und aus dieser Gemeinschaft derer, die alle wissen, wie weitgehend ihre Gleichheit nur aus dem Nichtwissen, Nichtkönnen, Nichthaben entsteht, sind darauf angewiesen oder zielen darauf ab, ihren Geltungsanspruch gerade aus dem zu entwickeln, was die höchste Kritik herausfordert. In der Wissenschaft nennt man das Hypothesenbildung. Eine Hypothese ist eine Aussage, die daraufhin gemacht wird, dass man sie widerlegen soll. Wissenschaftstheoretiker wie Popper haben in der Mitte des vorigen Jahrhunderts die ganze Wissenschaftstheorie daraus begründet, zu sagen, erfolgreich arbeitet ein Wissenschaftler, der seine Hypothesen widerlegt. Denn die Widerlegung einer Hypothese, das ist ein verbindlicher Sachverhalt. Was man vermuten kann über das Wahre, das ist etwas ganz anderes. Aber eine Hypothese ist nicht eine Behauptung, die Geltungsanspruch erhebt, sondern nur im Hinblick darauf, dass man sie widerlegen soll. Das heißt, alle Bilder, die wir heute schreiben, alle musikalischen Äußerungsformen sind Herausforderungen im Sinne von Popper zur Widerlegung, zur Kritik, zur Falsifikation. Und das reicht, denn wir wissen nicht mehr, was gut war und schön ist. Es gibt keine normative Instanz, Akademiedirektoren oder oberster Zensor, Arbiter Elegantiarum oder so etwas, sondern wir wissen nur, was falsch ist, was hässlich ist, was wir ablehnen, was wir nicht wollen. Und da wir das wissen und sagen, dies passt mir nicht, das ist widerlich, muss ich dagegen das setzen, was nicht hässlich, nicht widerlich ist. Normalerweise Begriff des Schönen. Das heißt, der Begriff des Schönen ist eine Denknotwendigkeit für die alltägliche Beurteilung der Sachverhalte, mit denen wir zu tun haben. Wahrheit, Schönheit, Güte und so fort, Gott, Gleichheit, Demokratie sind Denknotwendigkeiten, das, was man früher Metaphysik genannt hat, nämlich das, was unser Leben tatsächlich bestimmt, obwohl es kein Bestandteil der Welt ist. Physis heißt die materielle Gegebenheit von Dingen. Das ist Physik. Ja? Und wenn eine Frau Meta heißt, wie Klopstads Frau, dann hat sie eine Metaphysik. Das ist die Metaphysik, die Klopstad den jungen Spunden gezeigt hat. Er fasste dann an die Brust von hinten und sagt, Kinder, hier habt ihr Metaphysik. Die anderen wussten, was es heißt. Meta heißt jenseits darüber hinausgehen. Jenseits des Physischen, was ist da gegeben? Das Gedankliche. Also alles, was wir denknotwendig zur Begründung von Urteilen entwickeln müssen, ist Metaphysik. Es ist das, was unser Leben bestimmt, obwohl es in der Welt physikalisch, materiell gar nicht gegeben ist, außer in der Materialität des Gehirns als einem naturevolutionären Organ, die das hervorbringt. Aber das ist so selbstverständlich wie das Wetter, das wir auch nicht verantwortlich machen können für irgendwelche Zustände in unserer Urteilsfindung. Das heißt, plötzlich wird klar, dass wir eben gerne nicht aus der, als Designer, Künstler, aus dem physisch realen Leben, das da als Objekt liegt, hängt, steht, etc., sondern aus dem, was dabei gedacht werden kann, auf welche Weise dabei die Gedanken bewegt werden können, was dabei als metaphysische Operation Denknotwendigkeit entwickelt werden kann, um das überhaupt zu bestimmen. Allein der Begriff Werk ist ein rein metaphysischer Begriff. Den gibt es nirgends in der physikalischen Realität selber, denn wir wollen sie Abgeschlossenheit definieren oder Vollkommenheit als Beendigung. Das geht ja nicht. Wenn etwas beendet ist, muss es vollkommen sein. Wie soll man das feststellen? Das ist ja alles Blödsinn. Auch der Werkbegriff ist ein rein metaphysischer Begriff. Demokratie, Gott, Freiheit, was auch immer. Die Wahrheit bestimmenden Kräfte unseres sozialen Zusammenlebens sind reine Denknotwendigkeiten, also Metaphysik. Wir leben also tatsächlich aus der Notwendigkeit metaphysischer Operationen, wenn wir von Kunst oder Design oder Artefakten oder was immer sprechen, weil das überhaupt den Zugang und
die Bestimmbarkeit dessen, womit wir es zu tun haben, ermöglichen, jenseits des Beweises, dies ist ja Realität in der Welt. Den Zusammenhang zwischen der Metaphysik und der Physik habe ich Ihnen ja geschildert, das sozialpsychologische Grundgesetz von 1927, was immer Leute für wirklich halten, wird wirklich durch die Konsequenzen des Dafürhaltens. Das ist klar, so kann man damit umgehen und es auch ziemlich gut kontrollieren. Aber die Begründung daraus ist, dass Sie sich als Künstler klar machen, in dem Maße, wie Sie da Material bearbeiten, orientieren sich auf das, was dabei gedacht, vorgestellt, erinnert oder was immer als intellektuelle, geistige oder seelische Operation vollzogen werden kann, die außer, wenn Sie die neuronalen Bewegungen selber als materiell-physisch sehen wollen, das ist aber wenig sinnvoll, nur auf der Ebene des Denkens sich vollzieht. Das heißt, der denkende Künstler, damals nannte man das Doktor, also gelehrte Künstler, unterrichtete Künstler, der Artifex, der wirklich die Voraussetzung für sein Metier jenseits der Beherrschung der Technik, also Beherrschung des Gedanklichen, das er da vollzieht, ist also jemand, der dem Denken Gestalt gibt, der es möglich macht, durch das, was er in der physisch realen Welt bewirkt, diese Denknotwendigkeiten des metaphysischen Operierens tatsächlich jedermann eröffnet oder andere sagen zumutet, wenn er das Werk an der Wand oder auf der Stele im Park sieht. Unter dieser Voraussetzung könnte man heute sehr gut und sehr effektiv neue Sozietäten gründen. Nicht nur die historische Wiederaufnahme von Gelehrtenrepublik, das haben wir in Karlsruhe versucht. Ich habe mit Sloterdijk da 4 Jahre lang versucht, das in der Bürgeruniversität wieder zu machen. Die Stadt hat sich aber geweigert, die Verpflichtung auf Gelehrtenrepublik wieder aufzunehmen. Das ist ja zu anspruchsvoll, obwohl sie de facto ja genau diesen Anspruch stellen. Also das, was historisch vorgegeben ist, es reicht, dass wir diese neuen Sozietäten tatsächlich auf uns zunächst mal beziehen, sie nicht mit anderer historischer Begründung belasten, aus der faktischen Gegebenheiten dessen, was jetzt gefordert wird, um dann tatsächlich zu sehen, was mal unter Autonomie meint. Wieso können wir unabhängig werden? Wieso kann das Grundgesetz bestimmen 5.3, Kunst und Wissenschaften sind frei? Was soll das heißen, wenn jeder weiß, der ist von täglicher Nahrung abhängig, also wo ist er frei, der ist von Versicherungsfragen abhängig, wo ist er denn frei, der ist von seiner Ehefrau abhängig, wo ist er denn da frei, das ist doch alles Blödsinn. Was heißt da, Kunst und Wissenschaft sind frei? Übrigens, da steht nicht, Unternehmer sind frei, Polizisten sind frei, Doktoren sind frei, etc., sondern Kunst und Wissenschaft sind frei und die Meinung ist frei. Also muss das ja im Hinblick auf diese metaphysische Realität abheben, sodass wir dann tatsächlich den Grad der Freiheit erreichen können, der uns sogar grundgesetzlich zugestanden wird. Wir sind weit unter dem, was uns als Vermögen zugestanden wird. Und das liegt eben daran, dass wir den Markteinflüssen, den Geltungsansprüchen durch Markterfolg so unterlegen sind, wie den ganzen Rest unseres Alltagslebens und uns kaum noch zutrauen, gegen diese Macht der Kriterien des Marktes anzutreten. Aber so eine Hochschule wie diese ist nur dann gesellschaftlich rechtfertigbar, zum Beispiel unterhaltend oder finanziert oder was immer, wenn sie eben genau diesen Antritt gegen die vernichtenden, also verkürzenden, auf ein Kriterium verkürzenden Mechanismen der Urteilsbildung in der Marktwirtschaft Widerstand leistet, wenn sie zeigt, was eigentlich für ein Set von metaphysischen Begriffen notwendig ist, um tatsächlich einen Geltungsanspruch zu erheben. Geltung, weil die Sache, die man sagt, so interessant ist, nicht weil sie Markterfolg hat, weil sie so viel mal verkauft wurde und jedes Stück so teuer ist. Haben Sie es verstanden? Habe ich mich ausgedrückt? Ja. Vielen Dank. Ja, gibt es da Fragen? Ja, frag mal. Ja, ganz der Applaus spricht Bände. Ganz herzlichen Dank für das, was Sie uns als Hochschule auch als Vision mit ins Brevier geschrieben haben. Und schade,
dass wir jetzt zu einem Ende kommen müssen. Wir haben noch Zeit für Fragen. Mir brennt vieles unter den Nägeln, aber Sie haben den Vortritt und bitte nutzen Sie die Chance, wenn es Ihnen genauso geht, Barzon Brock, Ihre Fragen zu stellen. Wo sind die Fragen? Wo gibt es? Ich fange vielleicht erst einmal an. Ich will nur einen kleinen Aspekt herausgreifen aus diesem Weltentwurf und aus dieser Vision, aus dieser Utopie, die Sie uns gezeigt haben, nämlich die Rolle des Designs. Das ist wieder falsch. Es ist richtig, aber jetzt... Utopie ist nicht das, was man da ausmalt von irgendwas. Ja. Utopie ist die Quelle der Kritik an der Wahrheit. Das heißt, wenn diese Institution im Hinblick auf Marktgängigkeit erfolgt, Wahrheitsanspruch vertritt, so erfolgreich waren wir, dann muss diese Wahrheit kritisiert werden. Ja. Und die Quelle für die Kritik an der Wahrheit, das Höchste, was Menschen leisten können, ist die Utopie. Sie ist nicht ein Bildchen dessen, was man mal erzeugen will. Nein, aber genauso habe ich Utopie verstanden. Gut, dann ist es ja in Ordnung. Ja, gut. Wir sind da einer Meinung. Sie haben zwei Bilder, jetzt darf ich das so sagen, des Designers entworfen, die für uns ein Dilemma darstellen. Zwei wunderbare Bilder, aber beide scheinen nicht vereinbar. Beide gefallen mir sehr gut, aber stürzen mich in einen Konflikt. Das eine Bild ist das des Designers als eines Ermöglichers von Demokratie. Warum? Weil Demokratie, wenn ich sie richtig verstanden habe, nur dadurch hergestellt werden kann, dass alle einsehen, dass sie nicht alles wissen können. Dass alle wissen, dass sie nicht alles wissen können. Ja. Und der Designer ist derjenige, der diesen allen, der uns allen dazu verhilft, damit leben und damit umgehen zu können. Richtig. Warum? Weil er eine Kommunikation ermöglicht, die Wissen und Verstehen nicht benötigt. Richtig. Das ist ein wunderbares Bild von Designer. Wichtiger kann man eine Profession, als wichtiger kann man eine Profession überhaupt nicht machen. Das war wie die beiden alten Priestern. Ja. Das sind die Arrangeure der sozialen Bindungsform. So, jetzt ist das aber ein Designer, ein Entwurf von Designerprofession, der auf Oberflächenveredelung hinausläuft. Und das ist wiederum ein Verstehen von Design, das mir persönlich Probleme bereitet. Mhm. Also meine Frage ist die, und das ist jetzt das zweite schöne Bild, nämlich der Designer als Schöpfer lebendiger oder künstlichen Lebens. Ja, der ist aber seit 1870er Jahren ausgestorben. Ja, seit 1870er Jahren versteht man unter Design wirklich die Arbeit an industriell erzeugten Gütern. Ja. Im Unterschied zu dem Kunsthandwerk, das er bis dahin noch galt, Morris in England und deutsche Werkbund-Gegenbewegung. Ja. Das waren Gegenversuche, die aber alle schnell zusammenbrachen. Nicht zuletzt auch die Kölner erste Ausstellung durch den Ersten Weltkrieg nicht mehr zustande kam. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Denn Sie selber oder wir alle leben ja mit all den Organen, ohne dass wir selber wissen, was in unserer Leber, in unserer Niere jetzt passiert. Hm. Wie sich jetzt der Blutdruck reguliert. Ja, was jetzt die Milz tut. Hm. Wir verlassen uns ja vollständig darauf, unser Selbst gewiss zu sein, im Hinblick auch darauf, dass wir keine Ahnung haben, was da läuft. Hm. Und selbst bei kleinen Störungen dieser Nicht-Thematisierung, das heißt, Schmerz ist der Indikator für die Thematisierung, da muss ich zum Arzt gehen. Und der sagt dann, aha, das ist so und so. Aber ich lebe im Selbstbewusstsein der Verlässlichkeit meiner Selbstwahrnehmung. Und das gilt für die Kommunikation ganz genauso. Sie müssen es nicht verstehen. Und niemals war es in der Intention der Theologie, einen Gott zu verstehen. Das wäre ja blödsinnig. Ja. Ja. Ich habe bei Jesuiten studiert und habe mich zwei Semester, ich könnte jetzt sagen, nein? bei den Jesuiten studiert und ich könnte jetzt sagen, ich habe zwei Semester mich quälen müssen. Es war aber ein großer Genuss. Durch eine Lehrveranstaltung mit dem Titel Theologische Gottesbeweise. Aber das war von Philosophen so gewollt. Mhm. Und es war eine fantastische Denkübung, die aber schon darauf hinausläuft, nicht nur die Logik zu schulen, sondern tatsächlich Gott ein wenig mehr in seiner Nichtverstehbarkeit verstehen zu wollen. Na, das ist schon wieder besser, ja. Okay, aber es ist, ich würde die Betonung auf den Schluss des Satzes legen Nein, wollen. Gott, das wäre ja widersinnig. Wenn ich den einhole, ist seit übrigens politische Theorie, seit dem Absolutismus ist klar, dass diese Überlegungen etwa durch Ludwig XIII., Mazarin und Richelieu als Regenten, 1304, Ludwig XIV., begründet wurden, nämlich wenn sie Gott verstehen könnten, also auch den Kaiser, König, in England, in Frankreich waren es ja nur Könige,
im Unterschied zu den Deutschen. Dann würden Sie sich ja als Hofschranze an die Stelle des Herrschers setzen können, weil Sie ihn ausrechnen können. Denn wenn Sie wissen, wie der Herrscher tickt, können Sie antizipieren, wie er entscheiden wird. Also sind Sie der Mr. Präsident, der wahre Herrscher, weil er die, ja. Also deswegen musste man Absolutismus entwickeln. Absolutismus hieß, der Herrscher ist auf Nichtverstehbarkeit, auf Nichtausrechenbarkeit ausgelegt. Er muss irrational handeln, um rational zu sein. Denn die Irrationalität seiner Entscheidung bedeutet, dass kein Minister antizipieren kann, wie er wohl entscheiden würde und ihn damit entmachten. Das heißt, die Hofschranzen wurden wirklich zurückgestuft auf die Erfüllungsgehilfenschaft, selbst die großen Kardinäle. Und der absolute Fürst war der, der jede kalkulierbare Entscheidung, die man vorwegnehmen kann, durch die Verpflichtung auf Willkür zunichte machte. Jetzt fallen mir Designer ein, nämlich die Röntgen-Designer, die Uhrwerke für den absoluten Monarchen schufen, um ein Abbild der Rationalität seines Herrschertums zu geben. Ja. Und der Monarch führte Staatsgäste zu seinen Röntgenmöbeln und zeigte denen diese, öffnete die Wartungsluken und zeigte das Uhrwerk. Mhm. Und da haben wir dieses Verständnis des absoluten Staates als eines, das durch eine Maschinerie abbildbar wird. Ja, so ist es nicht bei den englischen Philosophen Berkeley und Co. gemeint, sondern es geht darum, dass wenn jemand im Walde so ein Sammelsurium von solchen Rädchen sehen, müsste er daraus schließen, dass dahinter jemand steht, der das als Einheit konzipieren kann. Mhm. Und das wäre dann der Beweis dafür, dass es einen Uhrmacher geben muss. Mhm. Aber es war nie daran gedacht, dass der Herrscher der Uhrmacher ist, im Sinne von, da sehen wir ihn. Mhm. Natürlich haben die Könige Bäcker gelernt, Uhrmacher gelernt, Seefahrer und was immer. Mhm. Aber das diente nur, wie bei Peter dem Großen, der Fähigkeit, im Metaphysischen zu operieren. Denn, zum Beispiel bei Peter dem Großen weiß man es sehr genau, in holländischer Ausbildung, die Menschheit hat nie ein derartiges Vertrauen zu ihrer metaphysischen Fähigkeit, Leben aus dem Gedanken, entwickeln müssen wie zu Hoher See. Auf Hoher See gab es zwischen 1470 und 1770, da wurde die erste Uhr geschaffen, der größte Preis, der hier vergeben worden ist, die an Bord genau die Abfahrtzeit seit einem bestimmten Punkt messen konnte. Das konnte man nicht. Auf Hoher See gab es keine Markierung, Berge, Horizonte oder was immer. Selbst wenn die Sterne mal draußen waren, brauchte man riesige Atlanten, um die Position zu bestimmen. Jeden Monat standen die woanders. Das war also völlig undenkbar. Man musste als Seefahrer sich völlig auf seine Fähigkeit geistiger Orientierung verlassen. Von der Psychologie ganz abgesehen. 60 Mann auf kleinsten Raum zusammen. Ja, das wissen wir heute, was das bedeutet. Das müssen also Leute von extremer psychischer Stabilität gewesen sein, die einen unbändigen Glauben an ihre eigene metaphysische Fähigkeit hatten. Denn alle anderen objektiven Kriterien gab es nicht. Das heißt, die Menschheit hat gelernt, theologisch zu argumentieren, im Sinne auf Metaphysik, dass sie sich auf ihre eigene gedankliche Fähigkeit verlassen kann. Ja, man stieg hier irgendwo ins Schiff, man kannte nichts anderes als die Breitengrade, Längengrade war nicht da, also kajolte man mit den Strömungen, mit den Windverhältnissen, die man irgendwie so glaubte, beherrschen zu können, durch die Gegend. Aber die Gewissheit anzukommen, war ausschließlich eine gedankliche Leistung. Denn faktisch war die nicht gegeben. Also musste dann der Zar lernen, wie ein holländischer Kapitän denkt. Und das hat er dann übersetzt. Er hat gesagt, aha, ein gedanklicher Entwurf, das ist die Hauptstadt Petersburg, das muss so und so aussehen. Es wurde alles rein metaphysisch entwickelt und dann umgesetzt. Wie eben bei der Hochseefahrt. Und in gewisser Weise sagt man ja heute noch das Lebensschiffchen auf dem schwankenden Boden. Ja? Aber Sie scheinen sicheren Boden zu haben. Das vermag ich mal wenigstens. Bitte schön. Ist doch kein Wunder. Sie verpflichten jetzt die Leute, darauf etwas sagen zu müssen. Sie sind doch eigentlich so überwältigt davon, dass Sie was verstanden haben. Das heißt, alle haben plötzlich die Einsicht, Mensch, das hätte ich mir doch alles selbst sagen können. In Wahrheit wusste ich das alles. Man muss es nur auf diese Weise extemporieren, zusammenbringen, verbinden und aktuell vortragen. Ja, jeder versteht doch in dem Maße etwas, wie ihm plötzlich klar wird. Ja, ja, aha, das wusste ich schon. So ist es, das wird jetzt verknüpft. Und damit ist der hohe Grad an Belohnung für das angeblich passive Dasitzen und Zuhören.
Denn das Zuhören ist ja eine Aktivität der ständigen Beziehung, des, was gesagt wird, auf sich selbst. Und wenn ich dann so ein Aha-Erlebnis habe, ich sage, oh ja, das, da erinnere ich, das, das passt jetzt zusammen, dann habe ich produktiv gearbeitet. Obwohl angeblich der Zuhörer da passiv stumpf sitzt. Und Sie müssen den jetzt nicht herausfordern. Ihr seid verpflichtet, zu etwas zu sagen, steigt auf. Nein. Da war aber eine Meldung tatsächlich, ja, die will ich nicht abschneiden. Das ist der hohe Grad des Verstehens und das macht wirklich Freude und ist dann, ich glaube, das Design Grundlage von Handeln. Ja. Mir fehlt manchmal etwas diese Intuition, weil ich kann ganz viel verstehen, recherchieren und schauen, was passiert. Aber ich glaube, dass die Idee erstmal auch auf Intuition besteht und da ist es egal, was ich verstehe oder nicht. Mhm. Naja, also sagen Sie doch, Sie verlassen sich doch darauf, dass Sie es nicht verstehen müssen. Und es hat Evidenz, wenn Sie die Intuition haben, dann heißt es, erzeugt Ihnen in der Realisierung eines Blattes oder irgendeiner Vorstellung, erzeugt es Ihnen Evidenz erleben. Das passt, jawohl, da steckt was dahinter, es gibt ein Konzept. Und dann müssen Sie natürlich prüfen, was ist da dran. Und dann geht die Kritik los. Ja, dann wird herumgeschoben, mal so, mal so, mal so. Und indem Sie es vier verschiedenen Seiten anpacken oder darstellen, potenzieren Sie das Problem der Herausforderung, das in der Sache für Sie steckt. Weil Sie eben der Intuition gar nicht gewachsen sein können. Aber ich entscheide ja, und das ist dann meine Entscheidung, die ich nach meiner Intuition suche. Ja, das ist zwar praktisch so, aber irgendwie hinkt Ihnen immer... Ja, jeder, genau, aus der Pragmatik, ganz genau. Jedem hinkt hinterher, dass er doch nicht das Optimum aus dem herausgeholt, was ihm da als Intuition zugefallen ist. Hinterher hat man das Gefühl, es wäre viel mehr drin. Hätte ich mich doch länger darauf eingelassen. Ja? Ich war wieder mal übereifrig, ich wollte überzeugen, ich wollte Leute dupieren oder wie immer. Am Ende weiß man doch, aha, ich war zu faul oder zu nachlässig oder zu aberwitzig, selbstgewiss und habe doch nicht daraus das gemacht, was eigentlich drinsteckte. Und im Übrigen ist es ja mit der Intuition sehr einfach. Ich aktiviere gerade die Rolle der alten Prophora, das ist griechisch der Prophet. Die Prophora ist das, was durch Aussagen, das ist, was der Prophet macht, Aussagen, also veröffentlichen im heutigen Sinne, durch Bestandteil des Öffentlichseins den Anspruch erhebt, dass jeder darauf antworten kann. Und das ist sehr einfach gedacht, anthropologisch auch sehr gut untersucht, zum Beispiel in der Apokalypse des Johannes, die der christliche Zusammenfassung des Ganzen ist. Nämlich Apokalypse heißt nichts anderes als der Vorschein des Endes. Das ist so simpel gemeint wie alles das. Ja? Sie müssen sich immer klar machen, das Theologische ist nur wieder eine Form der Vermittlung von Rationalität, Irrationalität, Fakt und so, ja, eine Form nur. Zum Beispiel die Tatsache, dass sie abhängig sind davon, dass sie tierisches oder pflanzliches Eiweiß zu sich nehmen und Kohlenhydrate und Wasser trinken. Sie sagen also zu jedem Mal, jeden Tag, dies werde mein Leib, werde mein, ja, und sie kriegen sogar noch Tafelmusik dazu oder haben das Radio an. In der Kirche wird das durch Wandlungsläuten gemacht. Die Leute wissen es gar nicht, dass sie tagtäglich die Transsubstantiation verziehen. Das Brot, was da liegt, muss mein Leib werden, sonst bin ich erledigt. Wenn das jetzt theologisch begründet wird, etwa in der Transsubstantiationslehre der christlichen Theologie, dann ist das nichts anderes als die Begründung der Bedeutsamkeit dessen, was wir im Alltag normalerweise nicht thematisieren. Aber wenn wir es thematisieren, dann kommt Theologie heraus. Wenn ich also die Nahrungsaufnahme, Abhängigkeit vom großen Stoffwechsel zum Thema mache, kommt zum Beispiel Theologie heraus, wie die Theologie des Abendmahls. Ja? Aber dahinter steckt ein ganz normaler Sachverhalt, der unmittelbar mit dem Leben assoziierbar ist. Alle Theologeme, alle Philosopheme sind solche Problematisierungen etwas ganz Selbstverständliches. Das sind die Formen, in denen wir das Selbstverständliche zum Thema machen. Ja? Also Mediziner macht meine Leber zum Thema, die Niere zum Thema, ich nicht. Habe ich aber Schmerzen, werde ich eingeschränkt, dann muss ich selbst das zum Thema machen, im Maße, wie ich das kann, oder mich anderen anvertrauen, wie Ärzten, die das eben als Thema bearbeiten. Das heißt, das Grundschema ist das Alltagserleben in den normalen klassischen Kategorien. Wir brauchen also Links-Rechts-Unterscheidung, Oben-Unten-Unterscheidung, diesseits, jenseits, menschlich, dienstmenschlich, also alles aus der Logik der sprachlichen Operationen heraus. Wir können Eigenschaftsworte substantivieren, wir können aus Rot als Eigenschaft von Pullovern, von Tassen, von Hemden etc. substantivieren zur Röte und uns dann fragen, ist die Röte auf gleiche Weise gegeben wie die roten Dinge,
die als Eigenschaft Rot haben. Das wird aber sprachlich alles möglich und dann haben wir ein neues Problem. In welchem Verhältnis steht Liebe als Realität des Metaphysischen zu dem realen Verhalten von Menschen, die liebend miteinander umgehen? In welchem Verhältnis steht Freundschaft als Begriff zu dem freundschaftlichen Umgehen miteinander? Und daraus entsteht das Problem. Das ist dann die Form der Problematisierung. Also mehr Zutrauen zu Ihrer Alltagserfahrung, dass etwas funktioniert, auch wenn Sie es nicht wissen, wie zum Beispiel Sie körperlich überleben können und dann durch Schmerzen oder durch Versagen oder durch Störungen Ihres Selbstbewusstseins in irgendeiner Hinsicht, als zum Beispiel abgewiesen zu werden, gezwungen sind, das zum Thema zu machen. Und dann machen Sie es als Künstler zum Thema oder als Designer zum Thema oder als Techniker oder als Arzt, wie auch immer. Es sind also Formen der Problematisierung. Das heißt, alle diese Leute, die Spezialisten, sind Leute, die es wagen, aus einer Selbstverständlichkeit ein Problem zu machen, wodurch dann in Gang gesetzt wird, wie mein Verhältnis zu dem, was ich da als Problem habe, ja, durch Kritik verwandelt werden kann und dann auf derselben Ebene. Also zum Beispiel heißt das, ich habe einen Defekt im Herzen, der beruht auf einem bestimmten Versagen der Chemie in meinem Körper. Dann füge ich dem Chemie als Schmerzmittel oder beziehungsweise als Medikament hinzu und heile damit ein Herzdesaster. Aber die Konsequenz ist, dass alles, was als Medizin wirkt, Nebenwirkungen hat. Das Herz ist dann zwar gestärkt, aber die Nieren oder die Leber sind geschädigt. Und da kommt es darauf an, dass Sie sagen, ja, also diese Art der Behandlung eines Defekts wie Herz oder Leber ist ja problematisch. Sie müssen es ja problematisieren, weil der Nebeneffekt, meistens die Haupteffekte einer Behandlung, eben die Erkrankung an anderer Stelle ist. Und das ist das, was wir Problematisierung nennen. Sonst wäre es ja sehr einfach. Sie verfüllen einfach, machen Sie dies, machen Sie jenes, dann ist die Sache erledigt. Ist es eben nicht. Sie können die Chemie einnehmen, haben dann vorübergehend diesen Defekt unter Kontrolle, aber dafür handeln Sie sich etwas anderes ein. Und genau das heißt Problematisierung. Ein Arzt ist also ein Genie der Problematisierung. Er wird Ihnen nie sagen, wann Sie gesund sind, sondern er wird Ihnen nur sagen, welches die Risiken, also der Problematisierbarkeit Ihres Verhaltens ist. Ja, wenn Sie Krebs haben und Urin trinken wollen, hat er nichts dagegen. Denn die Psychomechanismen, die da wirken, sind selber medizinisch sehr als Placebo-Effekt ja zum Beispiel sehr wichtig. Ja? Ein Placebo ist ein naturwissenschaftlich einwandfrei nachweisbarer Effekt. Das Nichts ist also wirksam. Und es ist nicht nichts, sondern es ist diese psychische Entität, die da wirksam wird. Und Placebo-Effekte sind genauso einzusetzen wie normale Chemie. Aber die Frage ist zum Beispiel, welche Nebenwirkungen haben Placebo-Effekte? Welche Nebenwirkungen bestimmte Herzmittel, bestimmte Magenmittel und so haben, wissen wir. Aber die Nebeneffekte von Placebos können wir nur auf der Politikebene sehen. Das nennt man normalerweise Ideologisierung. Ja? Der Nebeneffekt, der krankhafte Nebeneffekt eines Placebo-Effekts ist eben Ideologisierung. So lassen wir das stehen. Ganz herzlichen Dank. Sie noch zu einem kleinen Umtrunk im Foyer einladen und würden uns freuen, wenn Sie am 4. Mai wiederkommen werden, wenn Jonathan Mese unser nächster Gast sein wird. Also in allen einen schönen Abend. Ganz wichtig, halt! Mese ist ja einer der Personen, denen ich diese Art von Problematisierung nahegelegt habe, die deswegen zu Effekten kommen, die Sie alle missverstehen. Damit Sie ihn, wenn er hier auftritt, nicht missverstehen, sage ich Ihnen Folgendes. Als Mese 17, 18 war, kapierte er durch sein Anwesen in unserer Hochschule in Hamburg, dass er jede Art von Lernen durch Experimente, das heißt durch Untersuchungen, nur als Versuchung entwickeln könne. Er hat also damals sich versucht, wie der heilige Antonius noch in der Darstellung von Dalí oder wie immer, er hat sich versucht, indem er zum Beispiel die Kinderzimmerästhetik in seinem damaligen Haus mit der Mutter
als Schema der Veröffentlichung gründen haben. Also er hat sich versucht, diese Banalitäten des Kinderzimmerästhetik für einen großen öffentlichen Auftritt. Dann hat er Pubertätsprobleme bekommen. Ja? Dann hat er sich also versucht, als jemand, der seine Sexualität in einer solchen offensiven Weibe aus. Dazu gab es also pausenlos von Nebel nackte Weiberbrüste und Penisse und sowas alles. Aber es war eine Untersuchung durch Versuchung. Dann war er etwas älter geworden und hat gesagt, das Wichtige für mich sind ja jetzt die metaphysischen Einheiten, also Religion zum Beispiel. Und innerhalb der Politik ist gegenwärtig offensichtlich die größte Art der Herausforderung als Untersuchung durch die Versuchung zum Totalitarismus. Wenn ich also so dastehe, dann füge ich mich in ein Passepartout-Schema ein, das für diese faschistische Attitüde des Totalitarismus steht. Ich versuche mich also, so wie Kiefer das 1968, 69 auch bei den Besetzungen gemacht hat, versuche mich also als jemand, der sich zu einem totalitären faschistischen Regime verhalten muss. Das ist heute sicherlich einer der Grundsätze. Was ich Ihnen nahelege, ist zu sagen, können Sie uns bitte mal Ihr Aufbauschema von Untersuchung als Versuchung darstellen. Und dann legt er nämlich los. Wir haben das als Film gedreht, da können wir Ihnen mal vorführen, aber das ist dann wirklich fantastisch. Da lernt man etwas, was man bei anderen Leuten eben nicht lernt. Während man immer sagt, dieser Idiot mit dem Hitler und der Nacktheit und den Kinderzimmern und so, das ist ja furchtbar. Einfach fragen, bitte zeigen Sie uns, wie Sie Ihre Untersuchung als Versuchung anlegen. Zeigen Sie sich hier als derjenige, der uns versucht. Ja? Sie wissen ja, dass die Logik dieser Geschichte schon immer problematisch war. Denn wieso malte man die Heiligen, auch die Gründerväter der christlichen Theologie, als Leute in der Wüste, die sich gegen die Versuchung des Teufels wehren mussten? In der Wüste gibt es bekanntlich keine Hühner, gebratene Hühner durch die Luft fliegen. Also wie musste der sich gegen gebratene Hühner, gegen nackte Weiber und sowas verteidigen? Das kann es ja nicht gewesen sein. Das hat man später unterstellt als Ausdruck der Versuchung, weil jeder dadurch versucht wurde, fressen und so weiter. Gemeint ist aber ja was ganz anderes, nämlich zu zeigen, inwieweit man, das ist eine alte stoische Theorie, wie weit man Herr seiner selbst ist, und das drückt sich nur darin aus, wie weit ich mich auf das einlassen kann, was ich fürchte. Und dann kommt die berühmte Geschichte, jeder Autor, der was taugt, Sloterdijk, identifiziert sich im hohen Maße mit dem Gegenstand seiner Untersuchung. Ja, das ist Arthur, das sind alle diese Geschichten der Psycho-Experimente. Das müssen Sie für sich herausfinden. Muss ich mich, Strasberg, Theaterausbildung, 20er Jahre, heute ist die Gründungsmitglied gerade gestorben, 92 Jahre alt, gegen die russische Schule und die Brechtsche Schule, muss ich mich mit dem König Richard II., Richard III. Identifizieren, wenn ich ihn spielen will? Ja? Bin ich es also als Inkorporation, die bis zur Inkarnation geht, oder gibt es im brechtschen Sinne gerade außer Distanz, Leute, ich spiele jetzt hier einen, und nur außer Distanz zu dem, was ich da darstelle und was ich selber bin und was ihr seid, ergibt sich die Kennzeichenbarkeit dieses Verhaltens. Das ist bis heute noch klar. Wer hier Künstler sein will, muss ja ganz entschieden wissen, ob er sich mit der Rolle des Künstlers identifiziert und dann eben Kaffee trinkt, säuft, Medikamente nimmt und dergleichen mehr, oder nicht. Das hat natürlich der ersten Position einen großen Gewinn. Das heißt ja aus dieser Logik der Versuchung, je mehr Leute mich missachten, nicht wahrnehmen, was ich tue, mich zurücksetzen, mich ablehnen etc., desto gewisser kann ich meiner selbst sein. Denn wieso würde jemand etwas ablehnen, wenn die Ablehnung sich nicht auf etwas bezieht, was er mit mir, meinem Werk, assoziiert? Also bestätigt er seine Bedeutung durch die Ablehnung. Also provoziere ich die Ablehnung als Beweis dafür, dass ich etwas zu bieten habe. Denn sonst würde man nicht ablehnen. Das ist diese Bohem-Attitüde. In dem Maße, wie ich als Outcast, Outsider etc. stigmatisiert werde, kann ich meine eigene Bedeutung aufbauen oder ihrer gewiss sein. Die andere Seite der Distanzierung, ja, das ist schon sehr heikel. Wenn Lüpertz
sein Rollenspiel als Genie, als Bohem, als Herr, als was immer, ja, Sie kennen diese Geschichten, treibt, dann versteht schon die Mehrzahl der Zeitgenossen nicht, die denken alle, der hält sich selber jetzt für einen solchen mafiotischen Goldringträger oder ja, als Herr über die Frauen, die er da eingesperrt hat. Das ist im Gegenteil eine Distanzmaßnahme. Und da muss man sehr genau unterscheiden, wie man sich im Strasbergschen Sinne identifiziert, aber um eine Rolle zu spielen und nicht um der König zu werden. Das heißt, die Identifikation ist nur eine Maßnahme zur Beherrschung der Rolle. Da muss man ja wieder aussteigen. Und was sind die Aussteigemotive für heutige Künstler? Können die meisten Künstler heute, ja, die meisten Abiturienten sagen, ich will machen etwas mit Kunst. Das ist die beliebteste Berufswunschaussage. Können die überhaupt wissen, dass Künstler zu sein heißt, sich jederzeit aus der Position rausnehmen zu können? Ja, das ganz professionell zu betreiben, meinetwegen Thomas Mann. Von 8 Uhr morgens bis 12.30 Uhr bin ich Künstler, danach bin ich Kartenspieler, ja, Wunder der Gewöhnlichkeit, Skat spielen, Strauß, ja, diese Geschichten. Da gehe ich spazieren, bin kleinbürgerlicher Idiot, der so rumrudert. Ja. Aber von 8 bis 12.30 Uhr bin ich Großschriftsteller und da hilft nichts. Und zwar jeden Tag, ob es schneit oder regnet, Weihnachten oder Ostern. Immer von 8 bis 12.30 Uhr. Und wenn Sie das machen, dann sind Sie wirklich Künstler. Das heißt, dann beherrschen Sie sich selbst im Hinblick auf die Zumutungen, die aus der Künstlerrolle für Sie selber entstehen. Einerseits müssen Sie es ja sein, andererseits müssen Sie aber rauskommen, sich distanzieren können. Und das ist die heutige Position. Ja? Wann steigt man wo aus? Und glaube doch, die Mehrzahl der erfolgreichen Abgänger von einer Kunsthochschule sind diejenigen, die eingesehen haben, dass es keinen Sinn macht, Künstler sein zu wollen. Also könnte man sagen, der Sinn von staatlich betriebenen Kunsthochschulen heute ist, 90% der Kandidaten zu überzeugen, dass es sinnlos ist, als Künstler sich etablieren zu wollen. Okay, also jetzt wieder wirklich.